fange jetzt einfach mal so ganz langsam an. Und wir können das auch so machen. Ich blende gleich, ich setze hier meine, vielleicht sieht man das ja, ich setze hier meine E-Mail-Adresse nochmal, die aber auch unten in der Beschreibung ist. Setze ich dann nochmal in den Chat. Und wenn da einer Fragen hat oder so, der kann mich auch per E-Mail anschreiben. Ist kein Problem. Weil mittlerweile klicke ich unbekannte E-Mails nicht mehr einfach weg und lösche die. Vielleicht mal ganz kurz dazu, zur Einleitung, wie ich also überhaupt dazu auf die Idee gekommen bin, das zu machen. Das von mir entwickelte kreative Quantenbewusstsein, das hat sich im Laufe von 30 Jahren ungefähr so entwickelt, also mindestens vor 25. Ich weiß also, wie das ist, wenn man einen goldenen Schlüssel sucht und meint, man hat, ne? Und übt und übt und übt und auf einmal ist alles wie beim Alten. Und da ich dann in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Telefonate geführt habe, auch heute wieder, habe ich immer wieder festgestellt, dass das eben es wirklich wie in der Fahrschule ist. Es liegt an der Regelmäßigkeit. Wenn ich ein neues Leben beginnen will, dann ist das leicht gesagt. Dann kann ich auch mal schneller auf ein Wochenendseminar oder so gehen. Dann ist die Euphorie groß. Doch in der Regel ist es ja dann so, dass wir sicherlich auch schon etliche erfahren haben. Aber dann auf einmal alles wieder im Alten war. Und das hatte meiner Meinung nach zum einen damit zu tun, dass also wirklich ein Überblick fehlt, was überhaupt wirklich abläuft. Das ist meiner Meinung nach heute, aus meiner heutigen Sicht, ist das alles, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, Flickschusserei und eigentlich nur Schönheitskorrektur gewesen, egal was das war. Weil auch, ich habe auch von der Pike auf NLP gelernt. Auch das ist aus meiner heutigen Sicht bloßes Stückwerk, wo sich an der Grundresonanz überhaupt nichts ändert, an der Grundschwingung für unser Leben. Und ich habe mir das also eben so vorgestellt, ich habe mir auch so einen Ablauf, weil ich mir wünsche, das ist so mein Ziel, so für uns alle gemeinsam, dass da was bei rauskommt in der Praxis. Ich werde das also so machen, dass ich das, so habe ich so wünsche ich mir zumindest, ob das so hinhaut, weiß ich nicht. Dass das immer praktisch abläuft. Sagen wir, in der Zukunft werde ich das also so machen, dass wir eine Einführung machen. Und zwar, ich gehe davon aus, dass jeder die Prinzipien, zumindest vom kreativen Quanten, einfach. Dass er aber zumindest weiß, worüber ich spreche. Weil ich werde also sagen, auf das kreative Quantenbewusstsein, auf diese Einzelheiten, auf die Grundprinzipien hier auf diesen Kanal nicht eingehen. Sondern das soll praktisch Nutzen bringen für jeden Einzelnen, damit er merkt, dass sich wirklich im Alltag was tut. Und ich habe eben in der Vergangenheit festgestellt, sagen wir, dass ich bei, also gewirkt hat es immer ganz schnell, auch bei richtig dicken Brocken, wenn ich mit jemandem telefoniert habe, egal wo das war. Aber es sind eben ein paar Menschen dabei gewesen, hat sich halt so ergeben, zu denen ich eben regelmäßig Kontakt dann hatte. Sagen wir, und auch, das ist also mein Pilotprojekt, sagen wir, das ist die Maya, das ist meine Vermieterin, mittlerweile eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Und mit der telefoniere ich fast jeden Tag mal so eine halbe Stunde. Und da hat sich eben herausgestellt, sagen wir, dass es wirklich so die Kontinuität ist, wie beim Führerschein. Wenn jemand wirklich ein neues Leben anfangen will und er nicht bereit ist, zumindest die Zeit, Energie und auch die Bereitschaft da reinzubringen, die bei jedem blöden Führerschein jeder reinbringt, ja, dann ist das eigentlich im Grunde genommen von vornherein, ist das zum Scheitern verurteilt, weil das Leben ist irgendwie ein bisschen wertvoller wie so ein Führerschein. Das bereicherte mein Leben auch wesentlich mehr, wenn ich mich wirklich wohlfühle. Das hat aber eben alles mit der Grundschwingung zu tun, da komme ich gleich zu. Weil in der Regel ist egal, was es ist, sagen wir, ich habe auch EFT und TFT und Tapping und was weiß ich, was es alles gibt. Und auch sogar Huna, obwohl Huna wirklich ja sehr umfassend ist. Das ist ja nicht nur Ho'oponopono. Dass es wirklich auf das Bild drauf ankommt. Und das mache ich also heute, das stelle ich gleich vor. Den meisten ist nicht klar, denen ist das große Bild nicht klar, was überhaupt abläuft. Und wenn man das nicht kennt, dann kann man da auch nicht mit umgehen. Wenn ich nicht weiß, was ein Hammer ist,
dann kann ich damit auch keinen Nagel in der Wand hauen. Das ist total einfach. Ich sehe das immer ganz praktisch. Und ich stelle mir das so in der Zukunft so vor, dass das wirklich ein paar Menschen sind, mit denen ich hier, naja, arbeiten ist es nicht. Arbeite nicht so gerne, ich lache lieber. Und soll ja auch so sein. Und Leben soll ja Spaß machen. Das ist ja der Sinn der Sache, weshalb wir das überhaupt machen. Aber dass das Ziel ist, sagen wir, dass am Ende dieser Wochen, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, ich mache das also, ich habe heute den ganzen Tag, obwohl ich hier nur diese paar Sätze hier auf dem Blatt habe, ich habe heute den ganzen Tag mich damit befasst. Und zwar immer mit der Voraussetzung, dass ich mir überlege, wie kann da jemand, der noch nie was vom kreativen Quantenbewusstsein oder so gehört hat, wie kann der da praktischen Nutzen von haben im Alltag? Und da ist es eben wichtig, das wirklich über den Führerschein zu machen, so wie ich das auch hier in meinem kleinen Video, was ich hier für diesen Kanal da gemacht habe, wie ich das da vorgestellt habe am Führerschein. Es liegt wirklich daran, dass die meisten Menschen halt eben keine Kontinuität da drin haben. Beim Führerschein ist es so, wenn ich das erste Mal da hingehe, dann ist das Anmelden, das ist das Einzige, was ich machen muss, was von mir aus kommen muss. Gehe ich jetzt auf irgendein Wochenendseminar oder auf einen Workshop oder hole mir ein Buch, es ist egal was, dann ist die Euphorie immer groß. Dann lande ich aber auf einmal wieder im Alltag und der Alltag läuft dummerweise genauso ab wie vorher auch. Der nimmt ja keine Rücksicht darauf, dass ich in Euphorie bin. Und weil überhaupt keine Messdaten da sind, wie beim Führerschein. Wenn ich da heute die erste Fahrstunde gemacht habe, ja, dann habe ich auch Angst, dann schwitze ich auch. Zumindest wird wahrscheinlich bei jedem so gewesen sein. Wenn das erste Mal gefahren ist, dann kracht es ein bisschen im Getriebe. Aber dann lerne ich dazu. Und von mir aus nächste Woche Mittwoch, dann kracht es schon ein bisschen weniger. Und er sagt, jipipura, es funktioniert. Und das ist, wenn ich also anfange, wirklich mein Leben von Grund auf zu ändern, ist es bei den meisten nicht da. Und dafür ist es eben wichtig, das große Bild zu haben und dass wir uns hier regelmäßig treffen. Deswegen habe ich das auch für diese 3 Tage gemacht. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich das einmal im Monat mache und unterhalte mich dann mit jemandem. Dann sagt er, ja, ist eine tolle Sache. Und dann verpufft das wieder, diese Energie. Und sag mal, ich wünsche mir das so, dass wir das in Zukunft so machen, dass sich jeder wirklich von Mal zu Mal wohler fühlt und dass er das ändern kann. Und zwar ganz praktisch in seinem Alltag. Wenn Spiritualität nicht beim Discounter an der Kasse funktioniert, dann pfeife ich da drauf. Wenn das nur in so einem begrenzten Raum am Wochenende ist, dann habe ich da nichts von. Das ist nicht mein Leben. Mein Leben läuft hier ganz normal. Ich wohne in Essen. Das läuft ja ganz normal im Alltag ab. Und da will ich mich wohlfühlen und nicht nur alle 4 Wochen mal irgendwo in so einem begrenzten, außergewöhnlichen Raum. Und sag mal, ich werde das also heute so machen, wenn ich das hier so eingeführt habe. Was heißt eingeführt? Also, nachdem ich das so ein bisschen vorgestellt habe, was ich mir wünsche. Ich stelle mir das also für die Zukunft so vor, dass wir das so machen. Ich gehe davon aus, jeder kennt das kreative Quantenbewusstsein. Der weiß also, wenn ich sage, mach mal die Augen zu, geh in deinen heiligen Raum, in deinen individuellen Raum, dass der das weiß. Dass der zumindest weiß, ah, da gibt's was, das habe ich vergessen. Es geht beim kreativen Quantenbewusstsein sowieso nicht um irgendeine neue Technik. Das ist keine neue Technik, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess, den hat jeder von euch, jeder. Aber auch euer Nachbar, euer Bäcker, was weiß ich, die Eltern, jeder hat das heute viele tausend Male durchgespielt. Das ist ein ganz natürlicher Prozess wie Atmen. Und daher kommt das ja auch, wenn jemand da wirklich, gerade wenn ich jemanden so da durchführe oder so, dass er sich sofort, wenn ich es einmal gemacht habe, dann ist das so, als hätte ich den daran erinnert, dass er atmen kann. Dann weiß er sofort, wovon ich rede. Dann braucht er die Augen nicht mehr zumachen. Und sag mal, ich kann eigentlich nur jedem raten, zumindest, wenn der regelmäßig hier daran teilnehmen möchte, dass er sich einfach für diese Zeit lernt live ist, egal wie viel Stress vorher war und egal wie viel Stress von mir aus nachher ist, dass er sich aber zumindest für diesen Zeitraum hier ganz bewusst eine Wohlfühl, Bewusstseinseinheit, ich gehe davon aus, ihr kennt das alle mit den Bewusstseinseinheiten, dass er sich die erschafft. Ich habe eine Grafik gemacht und jetzt kommt direkt der erste Test, stelle ich gerade fest. Ich suche das jetzt mal eben und dann blende ich das ein und spreche dann weiter. Ich hoffe, dass ich das finde und ich hoffe vor allem, hoffe ich auch, dass es funktioniert. So, ich mache das jetzt mal eben. Ah, da ist es ja. Ach,
So, jetzt wollen wir mal gucken, weil dann, damit das sofort jedem klar ist. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Es ist zum Heulen. Ah, da ist es ja. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was funktioniert, was sie mir gesagt hat. Anwendungsfenster teilen. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich glaube ja. Ja, ich bin begeistert. So, dass ihr euch zumindest so, wie ich das hier aufgezeigt habe, ist ja nur der Zeitstrahl, links die Vergangenheit, rechts die Zukunft. Dass ihr sagt, von 19 bis 21 Uhr ist mein Freiraum, have a break. So, und dass ihr euch so eine Kugel macht dafür, müsst ihr nicht, aber zum Wohlfühlen. Das hat alles was mit Gewohnheit zu tun. Der Sinn der Sache ist ja, dass ihr das nicht mehr bewusst machen müsst. So wieder wie beim Autofahren. Beim Autofahren musste ich auch, als ich den Führerschein gemacht habe, musste ich mich schwer konzentrieren und ganz bewusst da sein, dass ich Kupplung und Gas, dass ich das gleichzeitig benutzt habe. Heute kann ich von hier bis nach Hamburg fahren oder München und mache mir ja eine Sekunde einen Gedanken darüber. Und das ist bei jedem so, der langen Führerschein hat. Und das Ziel ist ja auch beim kreativen Quantenbewusstsein, dass das irgendwann wirklich, sag mal, dieses neue Dasein im Leben, dass das automatisch abläuft. Aber dass ihr euch einfach schon alleine sagt, so, das tut euch schon gut, wenn ihr sagt, in der Woche, was ihr, egal wie viel Stress ihr habt, dass ihr sagt, die Zeit, wo ich hieran teilnehme, das ist mein ganz bewusst entschieden und gewählter Freiraum. Von mir aus, dass ihr jetzt die Augen zumacht, ganz einfach in den Raum reingeht, in den individuellen Anteil des Quantenraumes, also in den heiligen Raum. Ich gehe davon aus, ihr kennt das. Macht die Augen zu, atmet in euer Herz, in das spirituelle Herz, also in die Mitte vom Brustkorb. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gemacht habt. Entweder nach vorne wie unendlich weit, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Einmal Luft holen, wow, super, riesengroß. So, und dann lasst ihr eben jetzt eine ganz spezielle Bewusstseinseinheit auftauchen für diesen Freiraum hier. Richtig super, alles Paletti da drin, alles okay, du bist okay, in diesem Freiraum, in der Freiraumzeit ist alles okay. Du kannst dir nachher wieder einen Kopf machen, so viel wie du willst. Aber jetzt kannst du dich entscheiden. Du hörst einfach zu. Wir sind einfach hier zusammen. Du lässt sie auftauchen. Boah, das ist echt eine Kette drauf. In dieser Freiraumzeit alles Paletti. Fühl mich pudelwohl. Das entscheidest du. Dann atmest du ein. Kennst das ja? Ausatmen, dann bist du innerhalb von dieser Freiraumkugel. So, die hast du jetzt selbst erschaffen. Und da kannst du jetzt drin bleiben und du weißt, wo dein Etikett da ist. Das ist ja dann immer so, als wärst du auf einmal innerhalb von so einer großen Blase, sag ich mal. So, manche kennen das vielleicht. Es gibt so Kinder, so aus Plastik, so Kinder. So ähnlich ist das ja dann, das Gefühl. So, da bist du jetzt da drin. So, und dann kannst du sagen, das ist jetzt eine schöne Wohlfühlkugel für die Zeit, für den Freiraum hier, wo wir hier gemeinsam da sind. So, jetzt mache ich das wieder weg. Ich hoffe, ja, ich bin ganz begeistert, dass das funktioniert. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das hier wegkriege. Freigabe beenden. Und da bin ich wieder. Hipipua. So, und ich habe mir das, sagen wir mal, in Zukunft, weil das ist wirklich Gewohnheitssache. Sagen wir, dass wenn wir uns hier treffen, dass wir dann am Anfang jeder in seine, ich sage, das wirst du merken, nach ein paar Mal. Das ist ein Atemzug, dann bist du drin. Und es ist egal, wie viel Stress du in deinem Leben und in deinem Alltag hast. Für diese Zeit hier entscheidest du, in was für einem Gefühl du sein willst. Auch wenn das von mir aus vor 19 Uhr nicht so geklappt hat und nach 21 Uhr, das macht alles nichts. Irgendwo muss man erst mal anfangen, das Leben entwickelt sich wie eine Spirale dann aus diesem Zeitraum heraus. Und es ist ja schon für viele, ist es einfach schon gut, wenn sie sagen, oh, endlich mal 2 Stunden Luft holen. So, und einfach nur da sein. Und hier ist einfach da sein, ist genug. Es gibt nichts zu lernen, sondern es gibt nur sich erinnern.
und dann das praktisch zu nutzen. Und ich fange jetzt dann mal an mit dem großen Bild. Habe ich nur etwas vergessen? Gerade eigentlich, habe ich es aufgeschrieben. Ach, das ist meine Erinnerung. Ich fange jetzt einfach mal an, wie ich das in dem, in diesem Einführungsvideo, was ich jetzt zu diesem Kanal gemacht habe, auch gesagt habe. Ich hoffe, dass wir mich überhaupt verstehen können. Es wäre echt gut, wenn einer mir da so ein Feedback geben kann. Nicht, dass ich jetzt 2 Stunden laber und naja, ist ja gar nicht zu verstehen, fällt mir gerade ein. Ja, ist egal, wird schon klappen, das merke ich dann. So. Ich habe das ja in dem Einführungsvideo so gesagt. Es wird ja viel darüber geredet, über Co-Creator sein. Wir sind alle Schöpfer und wir haben nur Angst davor, vor unserer wahren Größe und diesen ganzen Tralala. Da habe ich nichts von, wenn ich das aus dem Ego rausmache. Wenn ich das nicht aus der reinen Präsenz rausmache, dann sind das nur weitere Hirngespinste, die das Ego mir erzählt. Und das Ego kann sehr viel erzählen. Das ist echt gut darin, zumindest meins. Und da ich mich aber eben ebenso im Laufe der Zeit eine meiner Haupt, naja, Übungen waren doch von, ich habe das irgendwann einfach gelernt und habe das gemacht. Das war von die Advaita-Lehre von Nisargadatta Maharaj. Da ist eben eine, da ist das eines der obersten Regeln und Prinzipien, glaube nichts, hinterfrage alles. Deswegen habe ich auch nie was geglaubt, so bin ich dann auch zur Quantenphysik gekommen. Und vor allen Dingen hat er gesagt, glaube nichts, was du dir selber erzählst. Denn das, was ich mir selber erzähle, das sind ja die Konditionierungen, die ich gelernt habe. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich mir etwas selber sage, das sind in der Regel, das sind ja Glaubenssätze und Überzeugungen, dass ich da erstmal in die reine Präsenz gehe. Ja, so, also so mache ich das jetzt mittlerweile. Aber eigentlich brauche ich das mittlerweile gar nicht machen. Ich löse den ganzen Müll sofort auf und gut ist. So. Aber zurück zum Einführungsvideo. Dass ich da geschrieben habe, wie unser Leben als Co-Creator, wie wir eigentlich als Menschen gedacht sind. Ich sag mal, wenn es jetzt so sagen wir, wir sind dann, wenn ich in dem heiligen Raum bin, dann kommt mir das unendlich groß vor, nach allen Seiten. Aus meiner Position, vom kleineren System, vom Zauberlehrling her, vom Co-Creator her. Das ist ja mein Anteil, den ich in das kollektive Feld einbringe. Und wo dann durch die Summierung von allen 7 Milliarden, sag ich mal, um das vereinfacht zu sagen, sich ein gemeinschaftliches, kollektives Feld bildet. Es gibt aber, obwohl es mir unendlich vorkommt nach allen Seiten, weil ich ja nur der Co-Creator bin, ich sag mal vom Creator her, also vom Schöpfer, von der Schöpfung her, vom höheren System. Da mache ich mir aber keinen Kopf drüber, was das ist. Das kann ich sowieso nicht raffen, weil es mein Kopf viel zu klein für. Von dem höheren System aus, ich sag mal, dieses höhere System, das überblickt natürlich alle 7 Milliarden, wahrscheinlich mehr, aber zumindest diese 7 Milliarden Einzelfelder. Und ich sag mal, es ist ja immer so, dass das größere System immer Einfluss hat auf alle kleineren Systeme. Und ich sag das mal so ganz naiv, weil wir müssen eine Sprachbasis haben, damit wir uns unterhalten können. Und das ist am besten, wenn er es ganz einfach ausspricht. Wenn ich mir jetzt sage, dass der Schöpfer mal irgendwann einen Plan hatte, wie wir als Co-Creator nach seinem Ebenbild erschaffen konnten. Aber da ist eine ganze Menge schiefgelaufen und da läuft eine ganze Menge schief. Sagen wir mal, die Konditionierungen, die sind garantiert nicht so geplant, die wir alle an den Hals bekommen haben. Aber ich erkläre das jetzt erstmal so vielleicht. Ich rufe jetzt gleich die Grafik auf. Jetzt, wo das so super funktioniert, wo ich ja technisch topfit bin innerhalb kürzester Zeit. Ich rufe gleich die Grafik auf und erkläre das mal, weil dieses größere Bild, dann wird jedem, wenn mir dieses größere Bild, wenn mir das ganz klar ist, dann werden viele Sachen im Alltag leichter. Ich muss das aber erstmal wissen. Sonst arbeite ich mit, ist egal, was das ist, ob das EFT ist, ob das TFT ist, ob das NLP ist oder ob das irgendwelche Ringwave-Techniken sind, die sind alle super, die funktionieren auch. Aber das größere System hat immer den Einfluss, die Grundresonanz. Und ich sagte, und wenn die Grundresonanz, ich sag mal, von mir aus Angst ist
dann kann ich ruhig ein Wochenende voller Freude haben. Das ist ein kleineres System da drin. Dann ist nach einer Woche ist das wieder weg, weil immer das größere System den Einfluss hat. Und glücklicherweise ist jetzt in dieser Zeit, in der wir alle so leben, ist ja so die Zeit des Bewusstseinswandels, wird ja immer so gesagt, ist aber auch wirklich. Und dass wirklich so ein großer Schritt für die Menschheit anliegt. Und zwar ein Schritt weg von diesem ganzen Konkurrenzdenken, von diesem ganzen Haben, Haben, Haben. Das ist ja nur ein verdrehtes Verständnis von dem natürlichen Prozess, der eigentlich abläuft. Also von sein Haben, Du, beziehungsweise Du, sein Tun, Haben. Aber das ist jetzt nicht heute das Thema, sonst bin ich nachher um 12 Uhr noch am Labern. So. Und sagen wir, wenn ich diesen Überblick nicht habe, dann kann ich überhaupt nicht meine Grundschwingung ändern. Und sagen wir, wenn ich gleich die Grafik, wenn ich die, sag mal, ich hab also zwei Grafiken gemacht. Einmal, ich sag mal das ganz naiv, wie das von der Schöpfung aus geplant ist, dass wir wirklich auch als Co-Kreator an einer schönen Welt, wo miteinander, wie in der Natur, gegenseitige Unterstützung zum Wohle des Ganzen. Wenn ich mir den Wald angucke, da kommt kein Baum auf die Idee und haut da alle anderen Bäume um, damit mir der ganze Wald gehört. Sondern die dürfen alle da sein, die dürfen sich als Einzelwesen, weil ich schon glaube, dass Bäume Wesen sind. Sowieso jede Pflanze, jedes Tier und so. Da kommt keiner auf die Idee von der natürlichen Ordnung her. Eben dieses Konkurrenzdenken, nur der Stärkste überlebt. Weil auch wenn ich das von mir aus bei Raubtieren angucke, das hat schon alles seinen Sinn. Weil das, wenn man das von einer höheren Warte aus anguckt. Und da geht es immer um Miteinander. Und wenn ich das große System Natur angucke, immer gegenseitige Unterstützung zum Wohle der gesamten Natur. Und das ist so mein Wunsch, wo ich auch, deswegen mache ich das. Ich kann entweder daran mitarbeiten oder kann sagen, mir ist Schnurz. Mache ich aber nicht. So, und sagen wir mal, der nächste Schritt für die Menschheit ist Sicherheit, so eine Menschenfamilie. Anders geht, und zwar eine richtige Menschenfamilie. Nicht so, wie da manchmal darüber gesprochen wird, sondern wirklich bewusst miteinander. Jeder darf sich frei entfalten, Einheit durch Vielfalt. Und mit gegenseitiger Unterstützung zum Wohle des Ganzen. Ich glaube, dass das der nächste evolutionäre Schritt ist. Bin ich der Einzige, bin ich auch nicht von über den Bruce Lipton. Ich weiß nicht, ob den der eine oder andere kennt. Auch der Greg Braden spricht das immer wieder an. Und ich glaube schon, dass es in die Richtung geht. Wenn man links und rechts guckt, dann kann man es sehen. Ich muss aber, wenn ich selber wirklich von Grund auf meine Grundschwingung verändern will, dann muss ich erstmal das große Bild wissen. Dann muss ich erstmal wissen, wie war das eigentlich vom großen Zampano, also vom Schöpfer, wie war das eigentlich von dem geplant, dass wir als Co-Creator auch anfangen können, daran teilzunehmen? Oder wenn ich sage, wenn der Schöpfer ist der Zauberer und ich bin der Zauberlehrling. Und weil ich Zauberlehrling bin, darf ich und jeder natürlich einen Haufen Fehler machen. Und der Zauberer, der hat da immer Verständnis für. Der sagt, Roland, mach da nichts, du bist ja nur Lehrling, sag ich mal so. Das kann man eben auch, wenn ich Ho'oponopono oder so im heiligen Raum mache, dann merkt man das auch sofort. Dieses, ja, ist ja nicht so schlimm, du bist ja nur ein kleiner Lehrling, Roland, passt schon alles. So, und ich erkläre jetzt mal zuerst mal, damit wir erstmal auch eine gemeinsame Basis, damit wir da hinkommen, dass wir auch mit dem gleichen Auto in der Fahrschule unterwegs sind. Erkläre ich erstmal das große Bild. Ich habe da so eine Grafik zugemacht und die blende ich jetzt ein. Und dann stelle ich erstmal in der ersten Grafik vor, wie das eigentlich geplant ist. Also, werden Sie schon was bei gedacht haben, auch dass in der Bibel steht, der schuf uns nach seinem Ebenbild. Also eben als Zauberlehrlinge oder Co-Kreator. Ich suche das mal eben und dann blende ich das ein. Wo ist es? Hier ist es nicht. Just a moment, please. Das. Wo ist es? Da ist es nicht. Ich glaube hier.
Ja. So. So. Und nun. Hier. So. So. Ich hoffe, es ist jetzt wieder da. Ja. So. Ich habe jetzt hier so eine Grafik gemacht. Die im ersten Moment scheint die vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Da siehst du also oben den Zeitstrahl, Vergangenheit, Gegenwart, hier und jetzt und die Zukunft. Das ist also so, wie das mal geplant war. Was den meisten Menschen überhaupt nicht klar ist, ist, dass wir im Grunde genommen hier, wenn wir jetzt als Erwachsene hier vom Laptop sitzen oder vom Computer, schon in der zweiten Existenzform des Lebens hier sind. Das wird auch immer so unter den Tisch fallen lassen. Ich bin also links angefangen beim Zeitstrahl bei der Zeugung. Bei der Zeugung, das ist im Grunde genommen der Beginn unseres Lebens. Und die erste Existenzform, die ist im Grunde genommen unser Heranwachsen im Mutterleib. Und da wirst du gleich sehen, dass es da enorme Analogien gibt zu unserem Leben heute. Ich habe also, sag mal, in der Vergangenheit, ich sage mal, dieses Oval, das ist also die Schwangerschaft, die Zeit der Schwangerschaft bis zur Geburt. Und da sind wir als Leben, als Lebewesen in einer ganz anderen Existenzform wie hier heute. Da ist es also so, da ist also Wachstum, Entwicklung, Entfaltung innerhalb der Fruchtblase, der Gebärmutter. Ich habe mich hier vertan, ich habe gerade gesehen, da steht Fruchtblase, Matrix, die Gebärmutter, das heißt Matrix. Das ist die Übersetzung von Matrix, Gebärmutter. Da sind wir also innerhalb dieser Gebärmutter völlig geschützt, völlig geborgen und innerhalb dieses absolut lebensförderlichen Lebensumfeldes. Das ist das Lebensumfeld in dieser Existenzform von uns. In diesem Lebensumfeld des Mutterleibes sind wir in absoluter Sicherheit, rundum genährt, immer unterstützt, geborgen, behütet, beschützt. Natürlich läuft das alles total unbewusst ab. Aber das sind die Qualitäten, die Lebensqualitäten, die da herrschen. Ich gehe mal davon aus, das wäre alles ganz natürlich und ganz gesund. Also, dass die Mutter gesund ist, dass bei der Zeugung eine gute Atmosphäre geherrscht hat, dass auch eben, sagen wir, ein Umfeld, in dem sich die Mutter befindet, dass das in Ordnung ist. Also, ich gehe vom Idealzustand aus. Und das sind also die Qualitäten, die wir in unserer ersten Existenz, wo wir eigentlich hier so langsam in der 3D-Welt landen, mitbekommen. Also immer in Sicherheit, rundum genährt, immer unterstützt, geborgen, behütet, beschützt und können da so ganz für uns wachsen, ranwachsen und mehr werden. Weil das ist ja im Grunde genommen das Urprogramm überall in der Natur. Wachsen, mehr werden, immer bewusster werden. Das ist die Grundabsicht, die dahinter steckt. Und dann ist es eben so, dass in dieser Gebärmutter, dieser Matrix, das ist im Grunde, sagen wir, und dann werden wir, sagen wir, da sind wir drin, dann entfalten wir uns, da wachsen wir. Immer im Idealzustand, jetzt hier, wie es sein sollte, dass alles natürlich und alles super in Ordnung ist. Und dann kommt die Geburt. Im Idealzustand ist die Geburt ein Übergang von einer Existenzform in die andere. Das wird total vergessen, dass da ein Leben, ein kleiner Mensch, der gestern noch in einem Umfeld war, in einem flüssigen Umfeld, wodurch die Absicht, der sofort genährt war, wenn ein Fötus, also sagen wir ein kleiner Hosenmatzer, wenn der die Absicht hat, ich brauche Mineralien. Oder irgendwas, ich habe Hunger oder so, das ist sofort über die Nabelschnur, sofort ist der genährt, der ist sofort versorgt. Und im Normalen, also im Natürlichen, so wie es gedacht ist, ist garantiert nicht daran gedacht, dass die Nabelschnur zum Beispiel so schnell getrennt wird, sondern die pulsiert ja auch noch eine Zeit. Das im Grunde genommen, im Idealzustand wäre das wirklich, dass so ein kleiner Mensch in diese neue Existenzform, wo ganz andere Lichtverhältnisse sind, wo ganz andere Druckverhältnisse sind,
wo auf einmal sein Umfeld ein ganz anderes Medium ist, wo also alles total fremd und neu ist, dass der wirklich auch empfangen würde in dieser Welt. Und dann, nachdem er ein paar Atemzüge gemacht hat, das ist alles neu für den, die ganzen Organe haben noch nicht geatmet. Ich weiß nicht, wo ich da so eine Studie drüber gelesen habe, irgendwo, die genau können, ist das ja nicht nachzuvollziehen. Aber die sind, sag mal, das war irgendwie, da ging es eben um die Schmerzen, die ein Säugling bei dem ersten Atemzug macht, weil die Lungen ja vorher noch nicht geatmet haben. Das war irgendwie so von so einer Uni in den USA. Und die haben dann da eben geschrieben, das wäre ungefähr so, als wenn wir heißes Öl in die Lunge gekippt bekommen. Das ist also die Situation, wie wir in dieser Welt hier landen. Das ist also nicht sozusagen Hippie-Hurra, wir sind endlich da. Das ist so, als wenn ich morgen früh oder du morgen früh wach würdest und würdest die Augen machen, aufmachen, wärst auf Mars. Mindestens. So, und das ist also die Situation, wo normalerweise so ein kleiner Säugling, es gibt ja auch noch indigene Völker, ein paar, Hosianna, Gott sei es gepriesen und gepfiffen, wo das auch wirklich so gemacht wird, wo die Kinder wirklich empfangen werden und von dieser einen Existenzebene innerhalb des Mutterleibes, was ja dann das Umfeld für das Kind ist. Das kennt die Mutter ja nicht. Aber das macht sich ja wahrscheinlich, weil das ja alles völlig total unbewusst abläuft, ist das für das Kind das völlig normale Leben, die völlig normale Lebensqualität. Und nach der Geburt sieht es, wenn es dann im Idealzustand empfangen würde, dass es in diese Welt erstmal wirklich rüber empfangen und rübergebracht wird, dann würde sich dann bildet sich, also das habe ich hier so gestrichelt, eingezeichnet, dann ist es normalerweise so geplant, dass das Umfeld, die Eltern oder die um das Kind rum sind, analog zu der Gebärmutter, also Matrix, eine virtuelle Matrix für das Kind aufbauen. Aber nicht, logischerweise versteht er keine Worte, sondern das läuft alles über Gefühle, dass das Kind von der Existenzform im Mutterleib, also während der Schwangerschaft, wo eben das alles behütet, beschützt, geborgen, unterstützt, ich bin angenommen, ich bin willkommen, ich bin geliebt, dass das in diese neue Existenzform, also in unserer Welt, rübergebracht wird, damit auch für das Kind sich, ich habe es deshalb gestrichelt gezeichnet, ich sage mal so eine mentale Matrix, so eine geistige Matrix aufbaut, wo auch, und drin sieht das im Grunde genommen die Bewusstseinseinheit, das ist im Grunde genommen die Grundschwingung, die Grundresonanz, wo die sich aufbaut, ich sage mal, weil wir alle, ich gehe mal davon aus, weil wir alle das kreative Quantenbewusstsein kennen, wo sich also die allererste Bewusstseinseinheit bildet. Und die allererste Bewusstseinseinheit, die ist immer da. Das ist die Grundschwingung. Die merken wir in der Regel auch nicht, wenn wir die Augen zumachen und gehen in den individuellen Anteil, in den heiligen Raum. Dann ist die immer im Hintergrund da, so als wenn die riesengroß ist. Und alle Bewusstseinseinheiten, die wir auftauchen lassen oder mit denen wir da arbeiten, sprich spielen, die bewegen sich immer innerhalb dieser ganz großen, die sich hier bildet nach der Geburt. Und dann ist es normalerweise so geplant, dass also eine Matrix gebildet wird, ich bin willkommen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin unterstützt, also im Grunde genommen analog zu dem, was auf ganz unbewusster Ebene im Mutterleib für Qualitäten da sind. Ich bin genährt, also rund um Wohlfühlen sozusagen. Und wenn ein Säugling das lernen würde, dann würde sich diese Matrix, diese allererste Matrix, die Grundresonanz, immer mehr verstärken. Deswegen habe ich das immer größer gezeichnet hier. Das heißt gezeichnet, ich habe das dann mit dem Programm gemacht. Und dann wäre, wenn das so wäre, dann würdest du heute in dem gleichen Gefühl, wenn du jetzt die Augen zumachen würdest oder würdest morgens wach werden, dann würdest du in dieser Grundresonanz immer, die ist immer als Hintergrundschwingung da, wärst du immer in diesem Gefühl, wie der Fötus im Mutterleib. Nur müsste das dann eben durch das Umfeld und durch die Eltern ganz bewusst gemacht werden, dieser qualitative Aufbau. Ich muss mal einen Schluck trinken. Dass also sich so eine unsichtbare Matrix bildet, sag ich mal,
in dem sich das Kind dann immer bewegen würde, leben würde, einfach da sein würde. Weil wir sind genauso analog wie in der, wie während der Schwangerschaft. Da ist der Fötus eben aus der Gebärmutter heraus da und dann wären wir aus dieser Bewusstseinseinheit heraus da, aus der Hintergrundschwingung, die ist immer da. Nur wenn ich mich da mal frage oder du dich mal fragst, wie viele Leute du kennst, die immer mit diesem Grundgefühl, sagt ja nicht schon der Name, das Lebensgrundgefühl ist die Grundschwingung. Wenn du dich mal fragst, wie viele Menschen du wirklich kennst, die aus diesem Lebensgrundgefühl heraus da sind, dann wirst du verblüfft feststellen, die kannst du an einem Finger abzählen, wenn du Glück hast. So ist es also von der Schöpfung her geplant. Und dann könnten wir aus dieser Matrix heraus, sagen wir, bewusst haben wir, dass das ein ganz natürlicher Prozess ist. Es würde sich also so eine Grundresonanz bilden, die immer da ist. Ich sage mal, als wenn du in so einer riesengroßen Bewusstseinseinheit da bist, was die Grundresonanz ist. Und die Zauberlehrlinge würden eben anfangen, innerhalb, wenn sie eingeführt würden, eigentlich müsste das jedes Kind kennen, lernen. Wenn die eingeführt würden, dann würden eben positive Bewusstseinseinheiten schaffen. Und wenn das jeder von den 7 Milliarden Menschen machen würde, dann sähe unsere Welt ganz anders aus. So ist es also, meiner Meinung nach zumindest, von der Schöpfung her gedacht. Nur wenn du dir mal anguckst, wie viel das schiefgelaufen ist, dann wirst du feststellen, kein Wunder, dass das nicht funktioniert. So, ich blende jetzt mal, ich beende das jetzt mal und dann blende ich mal die andere. Das ist also die Sollvorgabe. Und dann habe ich noch eine Grafik gemacht, die den Ist-Zustand darstellt. Warte mal eben, ich muss mal eben gucken. So, na, komm her. Wo ist das? So, jetzt mache ich mal was anderes. Wo ist das? Die. So. Zack. Ah, ich werde top wieder drin. So. Das ist mal die Grafik, wie das wirklich aussieht. So, wenn du dir mal an, wenn du einfach ringsrum, da braucht man nicht weit zu gucken. Wenn du dir anguckst, wie das in Wirklichkeit aussieht, wie der Ist-Zustand ist, nicht der Soll-Zustand. Schon alleine, wenn du die Zeugungssituation heutzutage anguckst. Das ist mal ganz selten in so einer, oder ist zumindest nicht selten, was die meisten aber so als harmonisch empfinden, das ist nicht unbedingt das, was die Natur als harmonisch empfindet. So, und wenn du dann die Schwangerschaft anguckst, im Grunde genommen ist in der Gebärmutter, das ist im Grunde genommen die erste Lebensraummatrix, wo die zweite nahtlos anfolgen könnte, so wie das geplant ist. Dann weiß aber jeder schon alleine durch die ganze Umwelt, in der sich die Mutter bewegt, wenn dann noch immer Stress oder so da ist, dann kriegt schon in der ersten Lebensraummatrix, also in der Gebärmutter, kriegt das Kind schon Prägungen, die nicht unbedingt, ich bin willkommen und ich bin geliebt und ich bin immer genährt und ich bin immer beschützt und so. Das kann jeder von euch selber links und rechts gucken. Wenn er das große Bild sieht, dann wird einem das erschreckend deutlich klar, was da eigentlich abläuft und wie wichtig das ist. Es gibt ja mittlerweile auch genug Studien darüber, also von namhaften Unis und Professoren, die immer wieder darauf hinweisen, auch der Professor Hüther, wie wichtig die Schwangerschaftszeit ist, weil da schon einen ganzen Haufen Teil der Prägung ablaufen. So wie der Professor Hüther, der hat so ein Buch darüber geschrieben, der sagt, 50% der Prägung, die sind schon gelaufen bei der Geburt. Und das ist auf einer ganz, 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 ganz tiefen Ebene. Dagegen sind Glaubenssätze ein Witz. Naja, aber wenn du das anguckst, wie das heutzutage ist, schon alleine wie die Geburt abläuft. Das Kind, das ist noch gar nicht auf dem Mars gelandet, sag ich mal so, wie ich das vorhin gesagt habe, dann ist schon die Nabelschnur ab. Das sind Todesängste. Das ist so, als das ist die einzige Verbindung zum Leben, die genährt wird. Dann das landet da in einem Umfeld, was es überhaupt nicht kennt. Auf einmal ist es in einem völlig, mal ganz davon abgesehen, sagen wir mal, weil eine Geburt ja mit Sicherheit für so ein Fötus auch sehr schmerzhaft ist, nicht nur für die Mutter.
dann wird die Nabelschnur gekappt und in dem Moment ist er in Todesangst. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Todesängste so ein Kind bei seiner Geburt alleine erlebt. Das hat also mit Sicherheit nicht, das wird also mit Sicherheit nicht geprägt, oh, ich bin willkommen und ich bin angenommen und ich werde unterstützt und ich werde geliebt und ich bin beschützt und ich bin genährt. Sondern das Gefühl, alles um ihm ringsrum will ihm ans Leben. Das ist ja das rationale Denken, das fängt mit 12 Jahren an im Gehirn. Das ist vollkommen noch auf der biologischen, auf der Instinktebene. Und das ist dann auch das, was einklingt. Weil da bildet sich ja die zweite Lebensraummatrix, ich sag mal, für unser Leben hier in der 3D-Welt. Und da ist also ein ganz anderes Programm, was da einklingt. Das ist denn, wenn jemand, sagen wir, achte einfach mal so darauf, in deinem Alter ist latent, das ist immer da. Dann taucht auf einmal was auf, mein Leben ist immer in Gefahr. Ich bin latent und permanent bedroht. Sag mal, es gibt ja auch so Studien über das Zeitempfinden. Auch ein kleines Kind, was noch im Kindergarten ist, das hat ein ganz anderes Zeitempfinden wie wir als Erwachsene. Daher kommt das ja, dass viele Kinder dann eben auch weinen, wo die Mutter sagt, stell dich nicht so an, sag ich jetzt mal, das sind ja nur 4 Stunden. Für ein Kind, noch wenn es im Kindergartenalter ist, ist also diese Zeit so, als wie für uns ein ganzer Tag. Und in der Zeit bei der Geburt, wenn da ein Kind 5 Minuten Todesängste hat, ein Säugling, das ist so, als würden wir ein ganzes Leben in Todesangst verbringen. Und weil das natürlich keiner abkann, und zwar richtig Todesangst. Nicht so, ach, ich habe mein Handy verloren, ich kann nicht mehr leben oder was. Obwohl ich dadurch natürlich immer die Instinkte sofort in höchste Alarmbereitschaft versetze. Und ich habe das dann so in der Grafik, dann wächst das, es wird da immer mehr verstärkt. Du kannst dies nicht, du kannst das nicht und alles wird immer mit Negationen ausgedrückt, dass ich also anstatt, ich sag mal, ich sage, das ist einfach, um das in Worten zu sagen, anstatt dass ich eine natürliche, positive, virtuelle, energetische Lebensraummatrix bildet für die zweite Existenzform, wird dann eine total negative, wo also mein Leben ist immer in Gefahr, ich bin permanent bedroht. Daher kommt das ja, sagen wir mal, dass auch so viele Leute Versicherungen haben wollen. Wenn dir das einmal klar ist und du guckst links und rechts, kannst du ja nicht kaputt lachen. Sein, wir wollen uns wohlfühlen. Auf jeden Fall kannst du das an jeder Ecke sehen, wenn du das mal richtig klar machst. Das kannst du auch in deinem eigenen Leben sehen. Denn das ist das Wichtigste, das ist für mich viel wichtiger, dass ich es bei mir sehe. Und dann passiert natürlich eins, das läuft auf der biologischen Ebene ab. Und das habe ich hier drunter, wo ich das, sagen wir, dass sich dann eben ein energetisches Basisprogramm bildet, das eben lautet, mein Leben ist immer in Gefahr. Ich bin latent, permanent bedroht. Und als Folge davon verschließt sich dann das Herz, weil da wird kein Säugling sagen, hip, hip, hurra, mein Herz öffnet sich, ich bin total begeistert, dass ich endlich hier bin. Wahrscheinlich wird er sofort am liebsten den Rückwärtsgang reinhauen in dem Moment. So, und dann verschließt sich das Herz. Und weil das von der biologischen Ebene kommt, wir bestehen schließlich aus 50 Billionen Zellen, so ungefähr, das streiten sich noch immer, wenn das mal wieder ein paar Billionen mehr, aber sogar ein Daumen, das reicht ja auch. Zellen haben zwei Zustände, entweder offen oder zu. Ein bisschen offen und ein bisschen zu geht nicht. So, und da verschließt sich das Herz. Unser Herz ist entweder offen oder zu. So, und dass das so kommt, dass wir, sagen wir, diese latente Bedrohung, die wir immer fühlen, da braucht nur irgendwas passieren. Wie viele Leute gibt es, was weiß ich kriege einen Brief vom Amt oder weiß der Geier, woher? Die haben das Gefühl, da steht der Säbelzahntiger im Briefkasten. Und diese Ebene, wo diese Grundschwingung einklingt, die ist viel, viel, viel tiefer als die ganzen Ebenen, wo wir uns so mit Glaubenssätzen und so mit befassen oder ganz zu schweigen von Denken. Weil Denken ist eigentlich das Langsamste in dieser Prozessfolge. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, von der Geschwindigkeit, um sich ein Bild zu machen. Wenn ich jetzt sage, wenn unser Denken von der Geschwindigkeit her so schnell ist wie so ein Kinderdreirad oder so ein Bobbycar,
dann sind unsere Gefühle schon wesentlich schneller. Die sind da im Vergleich dazu so schnell wie ein Formel-1-Rennwagen. Die Instinktebene, wo das hier abläuft, die sind dagegen ungefähr so schnell wie eine, was weiß ich, wie eine Überschallrakete mit Warp-Geschwindigkeit oder so. Wenn unser Denken anfängt, ist schon längst alles gelaufen. So, und das ist im Grunde genommen der Zustand, der bei den meisten Menschen heute anliegt. Wo immer, ich habe so keinen kennengelernt, wenn man mal wirklich mal ein bisschen ins Eingemachte geht, wo das nicht dahinter steckt. Dass eben mein Leben ist immer in Gefahr, ich bin latent bedroht. Und wie immer so, wie mit so einer, das heißt, wie für alles gibt es natürlich auch tolle Wörter dafür. Ich habe auch noch kein anderes gefunden. Derivationale Suche heißt das. Sagen wir, unsere Instinkte, das kann man sich nicht vorstellen, wie schnell die sind. Das hört sich unglaublich an. Es gibt in Deutschland einen, der Professor Joachim Bauer, der ist von, ich glaube, von der Uniklinik, von der Kinderuniklinik in Tübingen ist das der Leiter. Der ist, glaube ich, Neurobiologe und Psychologe, Kinderpsychologe und so. Der hat tolle Bücher geschrieben, zum Beispiel Prinzip Menschlichkeit. Da reißt er das auch so ganz kurz an, aber eben nur ganz kurz. Und wenn ich das damals nicht mich schon so viel befasst hätte, so viele Jahre da meinen goldenen Schlüssel gesucht hätte, dann hätte ich die paar Seiten in dem Buch einfach überlesen. Aber kann ich aber nur jedem empfehlen, das ist ein tolles Buch. Und sagen wir mal, weil wir immer versuchen, auf Ebenen, die da drüber sind, anzufangen. Wenn mir das große Bild klar ist, dann wird in vielen, wenn auch so, ich setze ja die Videos alle der Reihe nach online. Wenn du dir die Grafiken dann nochmal in Ruhe anguckst und dir wirklich, wirklich, wirklich dir das klar machst und guckst links und rechts in deinem Leben, in deinem Umfeld, dann wirst du das an jeder Ecke erkennen. So, jetzt mache ich das mal wieder weg. Mal gucken, was ist. Ich hoffe, dass es jetzt auch so klar geworden ist. Ich habe es jetzt so lange genug gezeigt. So. Wo geht es nochmal? Hier nicht. Ah, da ist es ja. So. Und das muss ich, sag mal, das ist im Grunde genommen das große Bild, wie unser Leben überhaupt gedacht ist. Wenn ich das nicht sehe, dann habe ich immer das Gefühl, dass, als wenn ein großes Bild an der Wand ist, ich stehe aber mit der Nase vor der Wand und will da irgendwas ändern und kenne das Bild gar nicht. Wenn ich ein paar Schritte zurückgehe, sage, oh, ist ein super Bild. Und das ist im Grunde genommen das Prinzip, was dahinter steckt, wie eigentlich Leben gedacht ist. Und sag mal, wer von uns hat das schon gelernt, dass er dann wirklich sich willkommen fühlt, so wie er ist, okay, so wie er ist. Nicht, du musst auch lernen, den Schuh richtig zuzumachen und du musst das noch lernen und du musst das noch lernen. Weil im Grunde genommen, sagen wir, das ist auch über viele Generationen haben wir das schon beigebracht bekommen. Also das sind die Eltern wussten es auch nicht besser, deswegen waren Eltern kein bisschen böse, im Gegenteil, die sind beide schon tot, aber ich habe so vom Herzen her ein ganz liebevolles, friedliches Verhältnis zu meinen Eltern. Das habe ich auch später mal irgendwann im heiligen Raum geklärt, weil ich mich früher mit meinem Vater immer, wir haben uns immer gestritten, lieber. Und heute habe ich zu unserem Ede, also mein Vater hieß Eduard Ede, habe ich ein ganz liebevolles, friedliches Verhältnis. Das habe ich irgendwann mal im Quantenraum geklärt, weil da gibt es ja keine Zeit und da gibt es keine Lokalitäten. Dann ist es Schnurz. Da waren meine Eltern schon lange tot, wo ich das gemacht habe. Und sag mal, und dieses Bild, das muss mir klar sein. Dann weiß ich auch, sag mal, okay, das ist ein natürlicher Prozess, was ich gerade gezeigt habe, der aber völlig aus dem Ruder ist. Und das kreative Quantenbewusstsein ist auch ein ganz natürlicher Prozess. Und damit kann ich natürlich Bewusstseinseinheiten ändern. Und ich gehe mal davon aus, du kennst auch ich habe ja die Videos da, die einfach Grundvoraussetzungen sind, um hier in unserer kleinen Fahrschule hier mitzumachen, überhaupt was von zu haben, mitzumachen. Ja, mitmachen kann ja jeder. Nur ich gehe mal davon aus, du willst auch was davon haben im Alltag. Dich wohler fühlen, endlich wieder wohler fühlen in der eigenen Haut. Und nicht zusammenreißen und hier aufpassen, da lauert ein Säbelzahntiger und da lauert ein Säbelzahntiger und da lauert ein Säbelzahntiger. Also immer schön aufpassen, am besten
Gartenzäune so hoch und am besten eine Rolle in runter, wenn die Sonne scheint. Und achte mal darauf in deinem Alltag, wirst du verblüfft sein. Da siehst du an jeder Ecke, wenn du das mal ganz, ganz, ganz klar machst. Und da, sagen wir, viele suchen ja auch, die haben noch ein schlechtes Gewissen und ein Schuldbewusstsein. Die suchen das bei sich. Das liegt an mir, ich bin nicht okay. Was ist der Grund für jede Veränderung? Egal, was ich mache, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ah, ich muss da, was weiß ich, ich habe zu wenig bedingungslose Liebe oder weiß der Geier, was im Grunde genommen Quatsch ist. Wenn ich im heiligen Raum, wenn ich in der reinen Präsenz bin, dann bin ich alles, was ist in diesem Raum. Da gibt es überhaupt nichts, was stört. Und wenn ich der meine, wenn da irgendjemand meint, da muss noch was bearbeiten, ja, dann lass die Bewusstseinsanheit auftauchen, machst das Etikett ab, dann löst das wieder auf und gut ist. Im Grunde genommen ist es ja wirklich, sagen wir, dieser heilige Raum ist ja so, die Leere ist ja, das ist ja wirklich das, was der Einstein gesagt hat. Im Grunde genommen ist alles nur Leere und jede Form, die sich da bildet, jede Bewusstseinsanheit, ist nur verdichtete Leere. Ist ja im Grunde genommen die gleiche Leere, ist eben wirklich wie Wasser und die Eiswürfel in der Badewanne. Ist beides Wasser, ist beides die gleiche Substanz. Fixiert werden die Sachen in diesem heiligen Raum nur durch die Etikettierung. Ein kleines Kind, das lernt das so, jetzt, wo ich die Grafik gezeigt habe, sagen wir, ich lasse vor ein Beispiel, das ist am besten. Hat vielleicht schon der eine oder andere von den inneren Antreibern gehört. Sag mal, hier streng dich an oder sei mal gut. Diese Sachen, die wir alle so als Mitgebsel in unser Leben bekommen haben. Sag mal, im Grunde genommen, wenn diese Grafik, wenn der Überblick klar ist, wie das läuft, dann weißt du auch, wie sowas passiert. Wenn auch, wenn das kreative Kontenbewusstsein kennst. Sag mal, so ein kleines Kind, das wird also eben nicht in den natürlichen Sollzustand reingeboren, was gibt es ja gar nicht. Wer ist schon aufgewachsen mit der Dalai Lama? Ich kenne keinen. Und auch der hatte das ja bei der Geburt nicht, sondern er war in so einem Kloster. Er ist auch ab 5 Jahre, glaube ich. Und das kommt also in diesen Ist-Zustand, wo also alles andere ist als dieses Ich bin willkommen. Für einen kleinen Säugling, da ist aber der geliebt zu werden, angenommen zu werden, so wie er ist. Das ist überlebenswichtig. In der Phase ist angenommen und geliebt zu werden genauso wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen. Und das haben wir aber alle nicht mitgekriegt. Und dann wenn sich diese virtuelle Matrix, diese Energiematrix in dem zweiten Leben, sag ich mal, also einmal das Leben während der Schwangerschaft, die Existenzform während der Schwangerschaft und dann die Existenzform, wenn wir hier in der Tok-Tok-Welt gelandet sind, an der 3D-Welt, in unserer Welt, die wir so kennen. Und dann will das natürlich angenommen und geliebt werden. Das ist so, als wenn das keine Nahrung kriegen würde. Und dann fängt es an, solche Überlebensstrategien aufzubauen. Ah, wenn ich immer artig bin, dann hat Mutti mich lieb oder Papa. Das ist nicht rational. Ich erkläre das jetzt so, das läuft völlig auf einer völlig tiefen Ebene ab. Und dann bildet sich eben innerhalb von dieser Grundschwingung eine neue Bewusstseinseinheit. Und dann probiert das ein kleines Kind aus und Überlebensstrategien, die werden immer ausprobiert. Und wenn die sich dann als hilfreich erwiesen haben für das Überleben, peng, dann kommt das Etikett drauf, funktioniert und dann schaltet es auf Automatik. Du kannst dir auch vorstellen, dass in dem Moment sich das Unterbewusstsein oder dein Unterbewusstsein sich niemand darum kümmert. Und du kannst dir das, sagen wir, das habe ich in den letzten Wochen so festgestellt, das ist auch ganz gut, wenn man damit praktisch arbeitet mit dem kreativen Quantenbewusstsein, wenn ich also in den heiligen Raum gehe. Mach da einmal, sag mal, wenn es ein paar Mal gemacht hat, dann machst du die Augen zu, atmest einmal ein, atmest aus und dann machst du einmal so einen Rundumblick. Boah, viel Platz. So, und da kannst du dir auch vorstellen, wenn du so nach vorne in die Leere guckst, also weil das ja auch der Raum ist, wo die Leere gleichzeitig die unendliche Fülle ist. Er sieht leer aus, enthält aber alles andere. Wenn ich so nach vorne gucke, das ist vor 2, 3 Wochen oder sowas, das war so ein Gespräch, als wenn da so eine unsichtbare Bibliothek hintersteht, wo die ganzen Bewusstseinsanheiten drin liegen, so wie Bücher. Und du rufst sie an, ich finde, dass sie soll auftauchen, dann rufst du die einfach ab.
So. Und wenn das beim kleinen Kind so einklingt, wenn das Etikett da drauf kommt, dann wird das in diese Bibliothek, sag ich mal, abgelegt. Unter hat sich bewährt, funktioniert gut. Und dann läuft das. Und wenn wir 300 Jahre alt werden, dann läuft das immer wieder ab, wenn das getriggert wird. Da können wir zum Kopf stellen. Daher kommt es das, ja, dass viele Leute sagen, ich verstehe das nämlich schon wieder so faul. Ne? Das liegt daran, wenn man das große Bild kennt, dann weiß man auch ganz genau, wie das entsteht. Und deswegen sage ich, wenn ich so in den anderen Videos hier auf meinem anderen Kanal gesagt habe, gemacht habe, dass das eben sehr wichtig ist. Weil wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert, kannst du auch nicht handeln. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange so in der ersten Fahrstunde hier in unserer Spezialfahrschule, stelle ich das erstmal vor, weil die meisten das nicht kennen. Ich weiß nicht, warum nicht. Es gibt eben so Bücher auch über den Instinkt oder so. Da kriegst du ganz wenig, weil es da wirklich anfängt. Du kriegst genug über Glaubenssätze, über Überzeugungen, über allen möglichen Kram. Aber das ist schon viel, oder über Denken. Das ist aber von der Hierarchie her, ist das schon viel, viel höher angesiedelt. Da, wo die Entscheidung fallen, ist auf der Instinktebene. Wir sind schließlich alles biologische Wesen. Wir können ja einfach sagen, wir ignorieren die Biologie, obwohl viele so tun. Die meinen, wenn sie sich irgendwelche, was weiß ich, die Haare grün färben oder was, können sie ja, kann ja jeder machen, wer will. Ist ja okay, wenn das alles schön findet. Aber deswegen funktioniert ja die Biologie immer noch so. Das ist ja auch bekannt, dass in dem Moment, wenn unser Überleben wirklich in Gefahr ist, zum Beispiel beim Flugzeugabsturz oder so, ja, dann kommt niemand mehr auf die Idee, oh, liegen meine Haare auch gut, habe ich auch das neue super Haargel Tralala mir geholt und der neue Nail Design, dann spielt das alles keine Geige mehr. Und ich sag mal, jede junge Frau, die von mir aus mit High Heels aufgedonnert durch die Gegend rennt und sagt, ich könnte nie draußen übernachten. Oder Roland sagt, oh, ich könnte nie eine schmutzige Banane essen oder was weiß der Geier. In dem Moment, wenn du einen Flugzeugabsturz in Brasilien hast und landest im Dschungel, dann wird sofort jeder feststellen, dass er super draußen schlafen kann und dass es dann viel wichtiger ist, ein Feuer zu haben oder irgendwas oder auch was zu essen. Dann ist das alles hinfällig, weil in dem Moment das Denken und alles, das wird alles ausgeschaltet und dann übernimmt die Biologie und unsere Instinkte das Kommando und dann ist Schluss mit solchen Sperenskes. Aber das können wir auch in unserem Alltag nutzen. Die Instinkte haben immer, permanent sind die im Einsatz. Und die sind also so schnell, das kann sich niemand vorstellen. Da gibt es aber Studien drüber. Ich habe mir eben viel mit befasst, weil er nie da eben gesagt, Maharaj eben gesagt hat, glaub nichts, hinterfrag alles. Also nichts geglaubt. Und oh, ist das skeptisch immer. Sag mal, und daher kommt das ja, dass ich die ganzen Sachen weiß und was mir eine Menge Spaß macht. Leben macht einfach Spaß. Ist auch nie langweilig. Ich entdecke bei mir immer irgendeinen neuen Kram, wo ich sage, wow, super, wer hätte das gedacht? Und ist auch gut so. Ich möchte auch gar nicht irgendwann noch, was weiß ich, auf Wolke 7 schweben. Das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen würde, immer in bedingungsloser Liebe zu leben. Das wäre total langweilig. Das ist so, als wenn ich gerne Erdbeereis, wenn ich mir, so, als wenn die bedingungslose Liebe analog ein Erdbeereis ist und ich esse gerne Erdbeereis. Und auf einmal wäre ich morgens wach und lebe in einer Erdbeereisfabrik und kriege nur noch Erdbeereis zu essen. Nach 4 Wochen hängt das Erdbeereis zum Hals raus. Dann willst du ja nicht mehr was anderes haben. Daher kommt das ja auch, daher kommen auch solche spirituellen Sprüche. Wenn ich wirklich Freude empfinden will, da muss ich auch bereit sein, Leid zu empfinden. Nicht darin zu versinken. Wenn ich ein Bewusstsein kenne, dann brauche ich das ja auch nicht zu machen. Dann kann ich das handeln. Das bedeutet auch nicht, irgendetwas immer loszuwerden. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich wirklich einen ganz, 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 ganz lieben Menschen ganz plötzlich durch einen Unfall verloren, wo keiner mit gerechnet hat. Also keiner. Ich war echt fertig. Dann habe ich mir auch eine Woche die Zeit genommen und habe geheult und habe getrauert. Aber weil ich dann gesagt habe, ey, wollte die das, wenn die jetzt neben mir stehen, die würden sagen, ey, Roland, du bist so blöd. Genieß dein Leben. Und heute habe ich dann, sagen wir, Bewusstsein sein, die Besuche dann. So, dann ist da Achtung und Freude, dass ich es also leben durfte. Und meiner Meinung nach hat deswegen auch der Jesus gesagt, lass die Toten begraben. Das bedeutet nicht, dass die einem dann schnurzegal sind.
aber ich kann das bewusst handeln. Und wenn ich diesen Prozess, wenn ich das große Bild kenne und kenne immer mehr die Zusammenhänge, die sind im Grunde genommen, je tiefer ich da gekommen bin, ich sag mal, von den ganzen goldenen Schlüssel, die ich da gelernt habe, von den ganzen Trainings und von dem ganzen Kram, was ich da gemacht habe, ist heute ganz gut, weil ich einen guten Background habe. Wenn mir einer fragt, dann kann ich sofort sagen, lass es, fällt es mir auf die Nase. Und weil ich selber auf die Nase gefahren bin, oft genug, wenn ich in nichts Experte bin, aber da, darin, was nicht geht, da kann ich ein Lied von singen. Aber das gehört alles dazu, ist wie so ein Puzzlestück, ist also alles Palette. Ich möchte auch gar nichts davon vermissen, würde ich wahrscheinlich wieder genauso machen. Und es kommt aber nicht darauf an, dass ich immer auf einer rosa-roten Wolke schwebe, sondern es kommt darauf an, dass ich dass ich das Bild kenne, dass ich die Prozesse kenne, dass ich weiß, wie das wirklich auf dieser tiefen Ebene zusammenhängt und dass ich das handeln kann. Mit einer, was weiß ich, das ist der größte Affe aller Zeiten oder was weiß der Kuckuck. Ja gut, dann kann ich getriggert durch die Gegend rennen und oh, bla 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 bla. Da kann ich mich auch im Moment ärgern und sagen, einmal tief Luft holen, bringt mir das was. Tag was war. Und weil das ist meine persönliche, das kann jeder machen, wie er will. Das ist meine, nicht persönlich, ich weiß mal von Persona, meine individuelle Einstellung. Sagen wir, wenn ich mir das Bild vorstelle, alle sagen, es soll eine neue Welt geben. Wir wünschen uns eine neue Welt. Friede, Freude, Eierkuchen am liebsten. Sofa auspassieren wie Fernsehkugel, schätze ich mal. Glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die fünfte Dimension der Briefträger vorbeibringt. Sondern, die sagen, dann aktiv daran beteiligen. Da muss ich mich aktiv daran beteiligen, zu sagen, okay, wenn das alte Schwingungsfeld, das alte kollektive Feld, ich sag mal, bildlich gesprochen, das war von mir aus, ist ein Puzzle aus, was weiß ich, wie viele Milliarden und Abermilliarden Puzzlestücke, wo jeder von den 7 Milliarden Puzzlestücke zugelegt hat. Wenn wir sagen, wenn die neue Welt eine andere Schwingung sein soll, symbolisiert von mir so ein weißes Puzzle sein, dann kann ich für mich das Einzige, was ich wirklich auch praktisch machen kann, jeden Tag möglichst viele ganz, ganz winzig, winzig kleine weiße Puzzlestücke dazulegen. Weil wenn das jeder machen würde, dann wäre das irgendwann weiß. So, und darüber völlig im Klaren bin, befasse mich auch normalerweise, was weiß ich, was habe ich davon, wenn ich sage, der Papst müsste dies und der Merkel müsste das, ist viel wichtiger, dass ich selber meine Puzzlestücke hinlege. Weil die wirst du wahrscheinlich sowieso nicht machen. Ist mir auch Schnurz, ich lege meine Stückchen dahin. Und mit dem kreativen Quantenbewusstsein habe ich dann eben die Möglichkeit, wirklich anzufangen in diesem Bild, mich wieder so nach und nach in den natürlichen Prozess einzufinden. Das merkt man dann auch. Dann lernst du auch von anderen Leute kennen oder so. Das merkst du so ganz langsam. Da kann ich das aber, da kann ich das dann über so machen, wenn ich sage, okay, ich gehe da wirklich dran wie an einen Führerschein. Wo auch jeder sagt, ja, ist komisch, ich verstehe das manchmal gar nicht. Also heute nicht. Früher habe ich es sehr gut verstanden, weil ich also selber super darauf abgefahren bin. Niemand kommt da auf die Idee, der einen Führerschein machen will und sagt so, Samstag, ja, ist egal von wem, auch von mir oder ist egal was. Und sagt, wenn das jetzt um Führerschein geht, dann kommt keiner auf die Idee, da gehe ich hin und dann höre ich mir da 4 Stunden was an oder höre mir irgendwelche Webinare an oder irgendwelche, so wie hier, von mir aus höre ich mir ein Video an, ist egal, wird 3 Stunden dauern. Und dann habe ich einen Führerschein. Ich höre mir das was an über Autofahren und über wie schön das alles ist und Töfte, kann man schön in den Urlaub fahren. Und ich komme am Samstag wieder und Sonntag kommt der Fahrschullehrer, den ich ja dann noch gar nicht kenne, und bringt mir meinen Führerschein vorbei. Keiner kommt auf die Idee, wenn es um den Führerschein geht. Wenn es aber um das gesamte Leben geht, dann meinen viele das Gleiche, das, was ich sehr, sehr lange immer gedacht habe, oh, ich hole mir jetzt dieses Buch und ich hole mir das Buch zum Üben und ich gehe dahin und ich gehe dahin und dann aber. Dann geht die Sonne auf. Da ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass keiner diese Voraussetzung hat, wenn er eben einen Führerschein macht. Und das will ich hier eben mit diesem Kanal bieten. Weil mit dem kreativen Quantenbewusstsein geht es im Laufe der Zeit,
immer mehr in diesen natürlichen Prozess wieder einklinken. Dann nutze ich auch alles, dann nutze ich auch meine ganze Biologie, weil ich die immer mit einbeziehe. Wenn ich die nicht mit einbeziehe, dann brauche ich sie nicht machen. Weil die ist immer mächtiger. Weil im Grunde genommen, das ist vielen Leuten gar nicht klar, dass gehört haben viele schon davon, aber immer nur Fragmente. Die stehen immer mit der Nase, als wenn sie mit der Nase vor der Wand stehen und sehen das große Bild nicht. Dann sind sie da irgendwo am Rumpinseln und wissen gar nicht, was das für ein Bild ist. So war das bei mir. Ich habe wirklich sehr intensiv, da gab es in Deutschland noch gar keine Bücher über NLP, da habe ich mich schon damit befasst. Aber im Grunde genommen ist es nur, dass ich an dem Bild da ein bisschen ausgebessert habe und habe das Bild gar nicht gesehen. Wenn ich aber dieses große Bild habe, so jetzt von der Grafik an, sage, okay, mit dem kreativen Quantenbewusstsein fange ich einfach an, in diesem Freiraum, der in dieser Zeit, wo wir in der Fahrschule sind, sag ich mal, hätte das gedacht, dass ich mal Fahrschullehrer werde. Auto hätte ich auch nicht gedacht. Dass in diesem Freiraum, wo ich dich jetzt daran erinnere, du kannst ja jetzt in deine Wohlfühlbewusstseinseinheit gehen, für diesen Freiraum kannst du nachher kannst du wieder einen Korb machen. Jetzt nicht, kannst du auch. Aber muss er nicht, sondern du kannst auch einen tiefen Atemzug nehmen, machst die Augen zu, nimmst diesen Raum wahr, erinnerst dich nochmal an deine Wohlfühlkugel für diesen Leben-Lernen-Zeitraum, für den Freiraum, atmest ein, aber ganz bewusst, im Moment Wohlfühl. Das tut gut. So. Es geht um Erinnern. Es geht um Erinnern und sich dran gewöhnen. Genieß das einen Moment, das kann jeder, der gerade schon ein bisschen damit rumgespielt hat, merkt sofort. Der merkt doch jetzt sofort, wie das geht, nur um Erinnern. Will ich also auch in der Zukunft zwischendurch immer wieder machen. Weil wir es einfach vergessen. Ich habe schon so oft erlebt, dass ich mit Leuten da irgendwo. Ich habe das mal mit. Nein, ist ja auch egal. Das war auf jeden Fall auch im Ruhrpott. Da habe ich mit gesprochen, dann nach 4 Wochen. Da hat er mich wieder angerufen. Ach, ich habe mir dann Kopf gemacht und bla 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 bla, eben der ganze Kram, der so abläuft. Und dann habe ich dann auch mal die Augen zu, habe das aufgelöst. Ich sage, du kennst es doch. Ich sage, da habe ich jetzt, da bin ich drauf gekommen, hab ich vergessen. Deswegen bin ich, das war ja auch so, solche Sachen, das waren eben so mit der Auslösung, dass ich sage, es muss irgendetwas geben, einen Anlaufpunkt, so wie hier, wo Menschen, die das wirklich wollen und gegen den natürlichen Prozess wieder einklinken wollen, denen klar ist, dass eine Zeit braucht, bis man sich wieder daran gewöhnt. Das ist wirklich wie in der Fahrschule. Weil das kann sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen, wenn von euch jemand davon ausfällt, jeder von euch hat einen Führerschein. Und wenn einer von mir aus auch hier in Deutschland, was weiß ich, 20 Jahre unfallfrei gefahren ist, hier ist aber Rechtsverkehr. Wenn der morgen früh in Australien wach werden würde oder in England, da ist Linksverkehr, dann müsste der sich trotzdem dran gewöhnen. Das würde das eine Zeit dauern, bis er sich an den Linksverkehr gewöhnt hat, obwohl er so lange schon einen Führerschein hat. Und so ist es eben auch, passt ja ganz gut, fällt mir gerade ein. Also wenn wir die ganze Zeit ungerechtfertigterweise dazu gezwungen worden wären, Linksverkehr zu fahren, eben in dieser Matrix, wo das Programm heißt, mein Leben ist immer in Gefahr, ich bin ständig bedroht. Und der Ich-Bin-Zustand ist, das ist der tiefste Zustand. Deswegen ist es immer ganz ratsam, mit dem Ich bin so und so sparsam umzugehen, zumindest bewusst, weil da spreche ich sofort Instinkte an. Und sagen wir, dass wir jetzt eben lernen hier, gemeinsam. Ich lerne sowieso, ich lerne immer, ich lerne von jedem. Jeden Tag, ist egal. Können wir von jedem lernen. Wie langweilig. Und dass wir sagen, okay, wir haben irrtümlicherweise gedacht, wir werden in einem Land, wo Linksverkehr ist und deswegen bauen wir dafür zu Unfälle. Wir sind aber in einem Land, wo Rechtsverkehr ist, was ja natürlich ist und das kann man eben mit dem kreativen Quantenbewusstsein wirklich ganz praktisch machen. Wenn man es so vorhin gesehen hat, ich schätze mal der eine oder andere, ich schätze mal die Rita ist auch da. Hallo, grüß dich, ganz vergessen, dich zu begrüßen. Ich glaube schon, dass du da bist. Freue ich mich. So, und die Rita kennt das eben gut.
das kreative Quantenbewusstsein jetzt extra nochmal für dich. Kurze Erinnerung, Rita, mach mal die Augen zu. Atme tief ein im Raum. Und dann wieder in die Wohlfühl, in diese ganz spezielle Freiraum, Kugel, Bewusstseinseinheit für das Leben lernen. Einatmen. So, kannst du noch größer, noch schöner, noch intensiver machen. Und einfach atmen, nur in die Herzregion. Weil im Grunde genommen schwierig ist, immer wieder von dem Kopf zum Herz kommen. Wenn das einer noch nicht so oft gemacht hat, stell dir mal vor mir, das kannst du auch unter deine Stirn legen. Und gehst dann so runter wie mit dem Fahrstuhl zum Herz, weil das Herz ist die Lebensebene. Weil das ist das größte Schwingungsfeld, das Herz. So, kannst jetzt wieder die Augen aufmachen, Rita, kannst du auch schöner drin bleiben. Alle. So, weil es einfach mehr Spaß macht. Können sich alle nachher wieder einen Kopf machen, aber jetzt können Sie das mal für ein paar Atemzüge das genießen. Das hat auch seine Gründe, sagen wir, warum das im Herz ist. Normalerweise, wenn du jemanden fragst, wo existierst du im Kopf, also wenn du überhaupt irgendwo existierst, aber das Herzfeld, das ist von der Schwingungsebene, das ist vom elektromagnetischen Feld, das ist also bis zu 5000 Mal stärker als das vom Gehirn. Und wenn ich weiß, dass immer das größte Schwingungsfeld den meisten Einfluss hat, dann ist es schon enorm wichtig, dass mein Herz offen ist. Aber da muss man erstmal hinkommen, weil das ist ein Schutzprogramm, dass sich das mal geschlossen hat in der ganz, ganz frühen Kindheit. Mal gucken, wie spät wir haben. Ach, wenn man Zeit. Zeit genug hier in der Fahrschule. So. Und mit dem, es scheint, sagen wir mal, ich habe mir das ein bisschen interaktiver vorgestellt. Ah, ist egal, vielleicht in den nächsten Fahrschulen wird es schon hinhauen. Wird schon irgendwelche Feedbacks bekommen. Dass es mit dem kreativen Quantenbewusstsein eben möglich ist, wieder sich einzuklinken. Und das geht aber am besten, wenn das in so einer regelmäßigen Leitung ist. So wie wir jetzt ein paar Mal einfach daran erinnern, in diese Bewusstseinseinheit reinzugehen. Das ist genauso, sagen wir, wenn wir dann, ich weiß nicht, was machen. Mal gucken, in den nächsten Fahrstunden. Ich sage mal, die Lebensraumkugel, also die Grundresonanz zu ändern, das fühlt sich sofort an. Sofort. Gut, das fühlt sich echt super an. Und nur auch, wenn das dann gemacht ist, wenn irgendwelche, das sind ja nicht keine Veränderungen, sondern Rückerinnerungen. Wieder ein gerader Rücken ist das viel eher. Daher kommt das ja, viele Leute haben das Gefühl, sie sind verrückt. Habe ich auch immer gehabt. Heute weiß ich, dass ich eben gerne so, na, ich bin eben gerne lustig. So. Und sagen wir, es ist ja wirklich so, sagen wir, das kennen viele, sagen wir es wieder gesagt, so zwischen Himmel und Erde, Einheitsatmung, brauchen wir jetzt nicht zu machen, also wenn so ein Lichtstrahl von oben nach unten geht, sagen wir, was uns verbindet, mit dem Erdpunkt, nicht mit der Sonne, sondern mit dem Nordstern. Aber es ist eine andere Sache. So. Und dann ist es, wenn wir verrückt sind, als wenn auf einmal so in der Herzregion, als wenn hier so der Strahl kommt, weil damit kann es besser machen, so. Und dann rückt das so, wenn das Herz verschlossen ist, nach hier hin. Zack, und dann bist du aus der Mitte gerückt. Das heißt ja im Grunde genommen, verrückt sein. Da stimmt irgendwas nicht. Es stimmt ja auch was nicht, weil wir völlig aus der natürlichen Ordnung raus sind. Und wenn ich immer in dem Gefühl, mein Leben ist immer mit dem Urprogramm, mein Leben ist immer in Gefahr, dann sind die Zellen zu, daher kommt das, kennt jeder, wenn er Angst hat. Dann zieht sich alles zusammen. Ne? Und daher kommt das ja immer auch manchmal, wenn man das kennt, den Prozess, dann ist das total einfach. Dann merkst du eben, oh, mein Magen krampft sich zusammen oder mein Hals krampft sich zusammen oder meine Schultern krampfen sich zusammen oder das hat alles damit zu tun. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wo die meisten Menschen genauso rumforschen wie ich da. Möglicherweise kann ich heute manche Nerven brauchen, die sich so lange rumzutun wie ich. Dass du das Gefühl hast, mit ihnen stimmt irgendwas nicht. Das hat überhaupt nichts das hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun und mit der Persönlichkeit sowieso nicht. Das kommt eben daher, weil das in dieser ganz frühen Phase so abläuft, also völlig widernatürlich, so wie es eigentlich geplant ist.
Und das klingt dann ein, hast immer das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin nur so lieb, ich bin nur so brav, ich streng mich doch immer an, ich versuche so immer perfekt zu sein, so die inneren Antreiber. Aber die sind schon auf einer viel höheren Ebene als da, wo das überhaupt abläuft. Und sag mal, wenn man dann, ich sag mal, die Lebensraummatrix, habe ich in einem anderen Kanal auch ein Video zugemacht, aber wir machen das hier ganz schrittweise, wie eine Fahrschule eben. Dass wir heute ist es erstmal wichtig, dass du dir klar machst, wie der Plan war, also der Sollzustand. Und oh, ich muss mal wieder zum Friseur, weil ich gehe so ungern. Und oh, ich achte bei dem Sollzustand. Also wie es eigentlich geplant ist, ich sag mal, das geht ja noch weiter von der Zeugung zurück. Damit sie mal eine Rückführung oder so gemacht, da kennt es auch. Aber ich bin eben da angefangen, wie der Sollzustand ist, bis heute, jedem ein, wenn der wirklich genau hinguckt, wenn er sich dann Umfeld anguckt, bei jedem, das haben die Eltern nicht böse gemacht, die haben es auch nicht anders gelernt, das geht schon, weiß der Geier, wie viele Generationen, dann ist es kein Wunder, dass wir heute in so einer virtuellen Matrix, die wir nicht mehr merken. Nur immer zur Überzeugung merken ja die meisten. Ne? Sag mal irgendeinem Schalke-Fan, ja, du bist nur überzeugt. Dann sagt er, du spinnst wohl, das ist die reine Wahrheit. Und der Bayern München-Fan sagt genau das Gleiche. Und der von Hamburger SV, der sagt das auch. Und der andere sagt, ihr seid alle blöd, guckt dir mal Formel 1 an oder was. Ja, alle ihre eigene Wahrheit, weil das nicht mehr merkst. Und sagen wir das mit den Instinkten, was eben einklingt bei der Geburt und in den ersten 5 Jahren. Das ist noch viel, viel schneller und viel, viel, viel. Weil da die richtigen Entscheidungen waren. Wie ist es, das würde nicht merkt jeder, sondern würde so jeder sofort merken. Egal, wenn er sagen würde, ach, wir sind ja die hochmodernen Menschen. Das wird ja auch, meiner Meinung nach, ist gemacht, dass solche Informationen unterdrückt sind. Es wird immer gesagt, wenn normalerweise, so habe ich das auch gelernt, und jeder, ach, die Instinkte, dann denkt sofort jeder die primitiven Triebe und den ganzen bla bla bla. Obwohl, wenn du dir bei YouTube mal irgendwas anguckst oder bei Google guckst die Bilder von heute an, naja, viel primitiver kann es ja nicht mehr werden. Aber sie mühen sich. So. Das hat ja nicht unbedingt was mit der Krone der Schöpfung zu tun, was man da so sieht. Ist einfach lustig. Sag mal, das haben wir alle gelernt. So, als hätten wir nichts mehr damit zu tun. Ich weiß es ganz genau. Ich hab ja strategisches Marketing studiert. Also Kybernetik. Viel mit Kybernetik. Und als ich das gemacht habe damals, ich war da voll überzeugt. Gefühle zählen nicht und nur rationales Denken und den ganzen Kram. Aber wenn du wissen willst, wie rational die Leute sind, brauchst du nur einen Discounter, die an die Kasse hinstellen und in den Einkaufswagen reingucken. Und muss mal fragen, wer hat das eigentlich entschieden, dass sie da den ganzen Kram reingepackt haben. Und sag mal, weil die so schnell sind, damit ihr mir vorstellen kannst, wie schnell die sind. Ich habe das zwar vorhin im Beispiel gesagt. Und die checken alles auf Gefahr ab. Und zwar auf Basis der Programme der Grundresonanz. Das hört sich unwahrscheinlich an, aber das ist eben nicht von mir, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist kein esoterischer Humbug, sondern da gibt es eben so Studien drüber, weil die können ja heute durch so bildgebende Verfahren können das im Gehirn feststellen, welche Regionen ansprechen und so. Das hört sich unglaublich an, wie schnell die sind. Zwar läuft Gehirn über die Amygdalae, heißen die. Sagen wir, die sind normalerweise nur mit Angstzuständen verbunden, stimmt aber nicht, weil das sind auch die Glücksgefühle auslösen. Können wir mal dann in irgendeiner Fahrstunde machen, das auch nochmal so praktische Sachen, wie man wirklich die sofort stimulieren kann, dann fühlt man das sofort. Kann man wirklich Glück auslösen, Glücksgefühle, Endorphin und Dopamin. Naja, auf jeden Fall, das kann man sich gar nicht vorstellen. Stell dir vor, du gehst in irgendeinen Saal rein, wo von mir aus 100 Leute drin sind. Sag mal, du wirst auf irgendeine Hochzeitsfeier oder so eingeladen. In dem Moment, wenn du da reingehst, hat, ich sag mal, die Instinkte immer die Amygdala, das verstehen sie auch nicht, weil die gar keinen Kontakt zu den Augen hat. Also muss es irgendwie sowas wie Hellsichtigkeit sowieso geben. Weil die erste Frage, woher kommt das denn?
Auf jeden Fall, wenn du da reingehst, in dem Moment, wo du da reinguckst, dann hat die schon von allen 100 Leuten alles, was sie wahrnehmen kann, gescannt. Wer blitzt mit den Zähnen? Weil Zähne blitzen bedeutet nicht unbedingt für die Instinkte. Oder ist er super drauf, der Typ. Sondern die verbinden Zähneblitzen mit Zähnefletschen. Und wenn jemand die Augen aufgerissen hat, das verbinden die mit Angst. Und das hat die alles abgecheckt innerhalb, ich weiß es nicht, aber ich habe es damals auch gelesen, auf jeden Fall ist das keine Sekunde. So schnell geht das. Da bin ich noch gar nicht, da würde ich jetzt, bin ich noch gar nicht gelandet auf der Hochzeitsfeier. Und ich sage das, ich reite da ja heute in dieser Sendung nur so darauf rum, weil da hörst du fast nichts von. Versuch mal irgendein Buch darüber zu kriegen bei Amazon, da kannst du lange suchen. Als ich durch Zufall damals bei dem Joachim Bauer, also bei dem Professor Joachim Bauer darauf gestoßen bin, weil ich mir von dem die ganzen Bücher geholt habe, wenn ich nicht so viel mich schon damit befasst hätte, und dann hätte ich einfach die zwei Seiten überlesen. Und dann bin ich eben angefangen in den USA und dann gibt es eben, was weiß ich, es gibt ja eben auch schon lange, ich sag mal so, Körpertherapien, nicht nur von dem Wilhelm Reich, sondern was es eben gibt von Loven und die dann von dem biologischen Pol reden. Weil auch das, sagen wir, dass wir uns im Leben, was ich vorhin gesagt habe, wenn das hier so aus der Mitte gerückt ist, das heißt dann eben da, ich sage mal, der biologische Pol auch mit dem Herzen, das hat einen Grund, warum das genau der Tao-Punkt ist, warum das der Harmoniepunkt ist. Weil das genau der Punkt ist, wo sich die Anziehungskraft der Sonne und der Erde aufhebt. Also wie im Tao. Ja, der große Schöpfer, der große Zampano, der hat es schon alles gut geplant. Muss man erkennen, wie er es gedacht hat. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir es heute dabei belassen. Weil mit dem kreativen Konten muss ich dann einfach nur jedem. Was habe ich mir denn aufgeschrieben? Ich habe mir jetzt aufgeschrieben. Das wäre schon alles gesagt. Mit dem Einschwingen. Sie sollte sich jetzt genau in diesem Moment daran erinnern, dass sie die Augen zumacht und erstmal sich mal an diese schöne Energie erinnert, die Luft holt. Kann man gar nicht oft genug daran erinnern. Nochmal eben kurz diese Leben lernen, Freiraum. Bewusstseinseinheit, Google. Einfach mal atmen. Sagen, wow, einfach da sein ist genug. Ich will einfach vergessen, so im Stress. Sondern einfach sagen, einfach jetzt genießen. Du kannst ein bisschen erweitern, um deinen Computer, um dein Laptop, um das ganze Zimmer, kannst du ein bisschen größer machen, kannst deinen Partner mit reinholen, alles Paletti. So. Ja, ist total einfach. Muss man daran denken. So. Habe ich mir noch was aufgeschrieben? Fragen können auch per E-Mail geschickt werden. Habe ich da noch geschrieben? Videos kommen alle der Reihe nach hier auf diesem Kanal. Ja, ich bin ja zu diesem Kanal auch gekommen, sagen wir auch mit dem kreativen Quantenbewusstsein. Das hat sich einfach so entwickelt. Ich kenne mich ja schon lange da auf dem Trail und eben weil ich habe mir da selber, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also zumindest nicht so, zumindest am Anfang überhaupt nicht. Und das aber eben immer, weil da ja kein System in dem anderen Kanal richtig drin ist. Ich kann da von niemandem erwarten, wenn jemand wirklich von Grund auf sich wieder da einklinken will in den natürlichen Prozess, dass er sich da erstmal 100 Stunden Videos anguckt und danach noch weiß, dass ich im 43. Video war über irgendetwas. Also habe ich gesagt, mache ich das hier so, damit wir das ganz schrittweise machen. Heute erstmal das große Bild kennenlernen und der das kreiert, ich gehe mal davon aus, das habe ich so geschrieben, das ist eben Grundvoraussetzung. Dass man zumindest das Lernprogramm, das mit der Eiswürfelanalogie und diese 7 Schritte, damit man schon mal so ein bisschen mit rumgespielt hat, man muss dann nicht die großen Erfahrungen mitgemacht haben oder die großen Erlebnisse. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das wird schnell übersehen. Dass es die kleinen Sachen sind. Wenn jemand ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass wirklich Sachen wie gebrochen aufgelöst sind, wo Leute
jahrelang drunter gelitten haben oder so. Und dass das dann aufgelöst war, das ist in der Regel auch, ja klar, jeder meint immer, meine Probleme sind die größten. Aber dann zu merken, so wenn du das gerade jetzt hier bei diesem Video, ist ja, wir sind in der Fahrschule, wenn du das gerade nur so ein bisschen gemerkt hast, dass du die Macht über deine Gefühle hast, nur so ein bisschen. Es brauchen nicht sofort die Engel Harfe auf Wolke 7 spielen, sondern zu sagen, im Vergleich zu vorher, ich konnte tatsächlich einfach Luft holen und Stopp sagen und habe mich wohler gefühlt. Das muss so ein bisschen sein. Wir sind in der Fahrschule, aber in der ersten Fahrstunde wärst du wahrscheinlich nicht so gerne bei mir mitgefahren, schätze ich mal. Und wie bei den meisten. Wirklich so diese ganz kleinen Veränderungen zu bemerken und zu sagen, ey, wer hätte das gedacht? Ich habe ja tatsächlich Einfluss auf. Wir können das doch jetzt sofort machen, wenn, sagen wir, einfach irgendwas, was dich belastet. Ach so, den Mülleimer haben wir gar nicht leer gemacht, haben wir zuerst. Weil es sammeln sich ja eben von dieser tiefen Ebene, sammeln sich ja eben immer bei mir, bei jedem, die sammeln sich einfach an. Wenn ich aber weiß, okay, da in den, ich sag mal, in der Bibliothek, wie ich das vorhin gesagt habe, und deswegen habe ich gesagt, es ist wichtig, damit wir eine vernünftige Sprachbasis haben, damit ihr wisst, wovon ich rede. Und dann wird das alles viel leichter und viel praktischer. So, wenn du jetzt so die Augen zumachst, so, den Raum rundum Blick, das geht ja ganz schnell. Sagst, ah, ich lasse erstmal, ich sag mal, den unbewussten Mülleimer auftauchen, die Bewusstseinseinheit. Du weißt ganz genau, okay, wenn ich das Etikett mache, das ist, dann geht, verschwindet das, weil das ja auch nur verdichtet leer ist. Genau das gleiche wie der Hintergrund. Im Grunde genommen ist ja in der Bewusstseinseinheit immer informierte Energie, eben das, was auf dem Etikett steht und das im Hintergrund ist, eben freie Energie, sag ich mal. Das Etikett abmachst, löst du den ganzen Müll einmal wieder auf. Einmal Luft holen. Du kannst auch an der gleichen Stelle eine neue auftauchen lassen. Das geht ganz, ganz schnell. Das ist im Laufe der Fahrstunden nur merken. Lässt du das auftauchen. Eine ganz schöne, lebensförderlich, lebensspendend, energetisierend, leicht und einfach ein tolles Teil steht drauf. Ich bin völlig okay. Und jetzt in diesem Moment, in diesem Freiraum ist auch alles okay. Oder das, was du willst. Machst du ein bisschen größer, noch ein bisschen schöner. Wenn du den Prozess kennst, atmest du ein, atmest aus, zack, dann ist diese Energie um dich herum, im Umfeld. Im Grunde, ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere eben das mit dem Zwiebelmodell, wie sich diese Zwiebelschichten bilden. Wo normalerweise, man muss die Schicht und die Schicht und die Schicht und die Schicht. So bildet sich das, sag mal. Das merkst du, wenn wirklich so wie Schichten. Nur da bildet sich das in Wirklichkeit in dem Raum. Da läuft alles umgekehrt, bildet sich das von außen nach innen. Von der größten, von der Grundresonanz her hin zu den kleineren, die da drin sind. Von der Grundschwingung, also die dann überall als Hintergrundschwingung da ist. Boah, schön, ich wollte irgendwas machen, bevor ich mir jetzt mit dem Mülleimer da einfiel. Aber das sind einfach solche Sachen, die wir einfach dann zwischendurch machen. Damit das in die Praxis reinkommt, weil das Ziel ist ja, dass am Ende der Fahrschule ist einfach das Beste, ist einfach das, ist für mich einfach die beste Analogie mit der Fahrschule. Dass dann am Ende jeder, dass sich dann jeder sich in seinem Alter schon besser fühlt und das merkt. Nicht, dass er sagt, ach, das war super, der Redcap hat mir da 8 Wochen an erzählt oder was, sondern dass sich da was tut. Und das ist eben das Gute, sag mal, wie du das auch hier nutzen kannst, ganz praktisch nutzen. Dass du eben, es ist ja im Grunde genommen in der Fahrschule, der Vorteil in der Fahrschule ist, dass von außen immer wieder Impulse kommen. Dann war, so wie in der Fahrschule, ich sag mal, ich bin immer Dienstag und Donnerstag in die Fahrschule gegangen. Ich wusste Dienstag, wenn ich aus der Fahrschule komme, okay, bis Donnerstag, wenn ich einen Führerschein haben will, muss ich die und die Regeln lernen. Und dann habe ich aber auch Erfolge gesehen von einer Fahrstunde zur nächsten. Und das soll auch während um das Spezialfahrschul hier, also Leben lernen live, dass das im Laufe der Wochen jeder merkt, dass vielleicht heute, wenn einer vielleicht das nur angehört hat oder da vielleicht noch gar nichts von kennt, der wird das jetzt wesentlich weniger gemerkt haben vorhin,
wie die Rieder, wenn die Rieder da ist. Wenn ich die Rieder persönlich kenne, dann weiß ich das. Nee, dann weiß ich, dass sie das sehr intensiv gefühlt hat. Freue ich mich darüber. Nee? Und dass das eben bei jedem, der daran teilnimmt, dann ist auch der große Vorteil, brauchst du nicht sagen, dein ganzes Leben. Dann sagst du, von mir aus, mit dieser Wohlfühlkugel praktisch, man muss so praktisch üben. Also nicht üben, erinnern. Ich muss mich daran erinnern, wenn du das heute ein bisschen gefühlt hast, mit dieser Freiraumkugel, sag ich mal, dieser Energie, und du dann morgen, vielleicht im Alltag, ein paar Mal daran dich bewusst erinnerst und sagst zwischendurch, ich hole erstmal tief Luft, dann die Referenz hast du ja jetzt vom Gefühl. Und dann ist es egal, das kann man, da brauche ich mir auch keinen Freiraum nehmen. Ich sage immer, das kann ich auf Toilette machen, wenn ich daran denke. Ich muss nur daran denken, sagen, es geht um das Erinnern. Und dass das im Laufe von diesen Wochen wirklich immer mehr zum ganz praktischen Werkzeug wieder wird. Wir haben das Werkzeug alle mitgekriegt oder hätten wir alle mitbekommen bei unserer Geburt, wenn es also, sagen wir, nach dem geplanten Sollzustand gelaufen wäre. Dann können wir es machen, tun wir das sowieso, nur wir benutzen das sehr, sehr oft gegen uns. Und wenn wir dann anfangen, sagen, jetzt will ich aber mein Leben verändern, dann kann ich, wenn ich das so sage, so, jetzt fange ich an, ich will jetzt ändere ich mein Leben, dann kann ich mich normalerweise sofort am besten aufs Sofa legen und sagen, das lassen wir mal lieber. Weil in dem Moment habe ich die Instinkte aufgeschreckt. Die Instinkte, die haben was gegen neu. Neu ist gefährlich zu der Zeit. Oder, mach mal, noch mal gerecht. Dann sagen die, was? Gefährlich? Du willst in Richtung Säbelzahntiger, Roland? Da wird man mal sabotieren. Das ist die innere Sabotage. Aber da sprechen wir dann ganz ausführlich drüber. Da mache ich dann auch eine Grafik zu. Das ist wahrscheinlich, das sehe ich dann in den Feedbacks. Ich glaube, das ist ganz gut so, wenn ich das mit so Grafiken mache, weil dann kann sich das jeder nachher nochmal auch in Ruhe angucken, weil gerade diese Grundprinzipien sind einfach wichtig, dass man die kennt, weil sonst stochere ich da in meinem Nebel rum. Und ich weiß also sehr gut, wie viele Jahre man da rumstochern kann. Da kann man sein ganzes Leben lang rumstochern, wenn man will. Muss aber nicht sein. Deswegen machen wir hier so im Nachhinein die Fahrschule, machen wir dann hier so die Fahrschule. Also hier Leben, Lernen, Live. Und ich gehe mal davon aus, sagen wir das im Laufe der, ich mache das im Laufe der Zeit, dann gibt es Feedbacks. Dann kenne ich auch den einen oder anderen. Ich meine, ich kenne sowieso also ähnliche Leute von denen, die da teilnehmen. Aber hier läuft es eben anders ab wie auf meinem anderen Kanal. Und meine Einstellung ist ganz einfach, weil sie mich auf dem YouTube diese Tage mit mir angeschrieben, in Haufen Klicks und bla 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 und Branding und jetzt ein Tralala, deswegen mache ich das nicht. Sondern mir ist es wesentlich lieber, ich mache hier die Fahrschule mit 20 Leuten, oder mit 10 oder mit 5 oder mit 3 oder mit einem. Und der hat ihn echt was davon nach ein paar Wochen. Und der fühlt sich wohler, der hat eine andere Ausstrahlung, sagt schon der Name, unsere Sprache ist echt gut. Ausstrahlung, Stra ist Schwingung. Wenn jemand was anderes ausstrahlt, dann hat er eine Grundschwingung. Aber dann sagen wir, dass das einfach aus dem Selbst herauskommt. Das geht über Gewohnheit. Weil es muss ja, das kann doch nicht so schnell gehen, solche Sachen, es müssen sich ja ganz neue Synapsen im Gehirn bilden. Das geht zwar schon schnell und das Wohlfühlen und auch die Wirkung vom kreativen Bewusstsein ist sofort da. Wenn ich einen Eiswürfel in die Badewanne werfe, dann löst er sich halt auf. Um das mit der Badewanne-Analogie zu sagen. Aber bis sich die Grundschwingung wirklich auch auf Zellebene und überall angekommen ist, das dauert eben ein bisschen. Aber ein Führerschein dauert auch ein paar Wochen. Da muss ich zweimal eine Woche hin, da muss ich neue Regeln lernen und Gesetzmäßigkeiten. Und komischerweise, beim Führerschein kommt keiner auf die Idee, da halte ich mir mal die an, die kannte ich ja vorher nicht. Weil spätestens bei der Prüfung merkt er, oh, so ein Mist. Aber auf die Idee kommt überhaupt keiner, wenn er einen Führerschein macht. Dass er meint, dass er da keine neuen Regeln lernen muss und Gesetzmäßigkeiten oder auf die Idee kommen, warum wir die dann halten. Und was mich immer wieder verblüfft, beim Führerschein, da setzen die Leute noch einen Zeit, einen Haufen Energie und heutzutage noch ein Schweinegeld, das ist ja teuer. Ein. Und ganz wenige Leute brechen nach 2 Wochen ab. Ganz also ein ganz anderer Trend, als wenn Leute ihr Leben verändern wollen oder zu Silvester da irgendwelche Vorsätze machen. Da ist der Trend ganz anders.
99% oder 99,9%. Spätestens nach 4 Wochen haben sie festgestellt, das ganz große Geheimnis, der Secret, so groß war es auch nicht, dass irgendwas nicht klappt, das wusste ich ja vorher. Aber ich hatte diese Spaß, ich hatte jetzt gerade auch gemacht. War auch nie langweilig, sag mal, weil ich hatte immer was zu üben und zu trainieren. Aber sag mal, das Ziel ist es, mir ist es lieber, wenn ich das mit ein oder mit zwei Leuten mache und die wirklich auch nach ein paar Wochen eine ganz andere Ausstrahlung haben, weil sich die Grundresonanz verändert hat, die mit dem Werkzeugkasten vom kreativen Quantenbewusstsein einfach umgehend wirklich wieder in, ich sag mal, in wirklich auch auf der Zeitachse sind von dem, wie es eigentlich geplant war. Und wenn das jemand ausstrahlt, dann macht sie das im Umfeld bemerkbar. Und mir ist es wesentlich lieber, wenn das bei einem wirklich ist, als wenn 100 Mann sagen, ja, so, ja, dürfte. Weil da hat die Welt nichts von. Davon gibt es keine weißen Puzzlestücke für die neue Welt. Und das ist der Grund, weshalb ich das mache. Und dann ist mir, weil ich habe mich dann in den letzten Tagen, manchmal haben wir immer die Empfehlung, sagen wir, weil ich dann so gedacht habe, wenn wir hier das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag machen, dann hast du immer einen überschaubaren Zeitraum, von mir aus von Dienstagabend bis Mittwochabend oder wenn du dann Donnerstag nur mitmachst, von Dienstag bis Donnerstag oder wenn du nur Donnerstag mitmachst, von Donnerstag bis nächsten Dienstag. Es sind aber immer wie in der Fahrschule recht kurze Zeiträume und nicht, oh Gott, jetzt muss ich mein ganzes Leben das so machen. Nämlich zu sagen, ach, ich mache mir ein Gummiband an und erinnere mich morgen mal daran, ganz automatisch, weil wenn du nie ein Gummiband um der Hand hattest und hast aber mal ein Gummiband um der Hand, dann achtest du im Alltag darauf. Und in dem Moment, ach, ich wollte mich daran erinnern, einmal Luft zu holen. So werden ja Gewohnheiten initiiert. Dann hast du aber von Dienstag bis Mittwoch, dann nach 2 Wochen hast du schon Fortschritte, so wie in der Fahrschule. Und schön ist es natürlich, sag mal, falls ich das mal hinkriege, ich hoffe, vielleicht liegt es auch nicht an mir mit dem Chat, dass es wirklich so, dass dann wirklich auch eine Interaktion da ist, dass ich nicht nur die ganze Zeit laber, und, sondern dass dann wirklich, wie in der Fahrschule, sag ich mal, dass dann immer Fragen gestellt werden, die in der Fahrschule im Audio-Programm, die fangen irgendwann an und dann gehen die das durch, aber in der Zwischenzeit werden natürlich Fragen gestellt, wenn irgendwas auftaucht. Auch beim, ob das jetzt in der Praxis ist oder eben in der Theorie. Und sagen wir so, wenn das eben nicht so lange Zeiträume sind, dann ist eben die Praxis für jeden überschaubar. Es ist ein kleiner Unterschied, ob ich sage, ich will jetzt morgen dran denken oder, oh Gott, ich muss jetzt mein Leben dran denken, ja, mein ganzes Leben lang. Dann sieht das sogar, und wenn ich das in solchen überschaubaren Zeiträumen übe, dann habe ich auch immer. Dann hab ich auch immer eine Veränderung, eine Verbesserung drin. Und das soll eine Gewohnheit werden. Und was ich mir wünsche, ist einfach, dass am Ende der Woche, ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird, bis wir eben durch sind. So. Dass am Ende dieser Zeit zumindest einer sagt, Yippie, mir hat's was gebracht, ich bin wieder in der richtigen Spur, sag ich mal. Da ist ja das bezahlt gemacht, so sehe ich das. Weil es ist immer mehr, wenn schon mal zwei Mann da sind, die weiße Puzzlestücke für die neue Welt hinlegen, als wenn ich das alleine mache. Und dann habe ich gedacht, weil mich eben viele schon gefragt haben, auch wieder, ich spreche mal mit eben viele in der letzten Zeit, ob ich mal irgendwie so offline so ein Retreat mache oder einen Workshop oder ein Seminar oder was. Das war so ein Gedanke, den ich dann hatte, weil ich gedacht habe, wäre vielleicht ganz gut, wenn man sich mal zum Abschluss, wie beim Führerschein eben, wenn sie alle ihre Führerscheinprüfung haben und trinken eine Tasse Kaffee, weil dann trinkt ja keiner mehr ein Bier. Und dass man sich dann vielleicht mal trifft oder so. Es gibt ja, die Mai hatte Kontakte zum Hotel Grünewald in Born, das muss ganz klasse sein, ich kenne das nicht. Aber müssen wir mal sehen. Wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Erstmal machen wir das hier so. Und ich habe mir dann gedacht, sagen wir, für den Abschluss. Denn später haben wir darauf, kann ich sehen, dass wir den Abschluss mal so machen, dass wir eine gemeinsame Bewusstseinseinheit machen.
So im Grunde genommen, sagen wir, wie sich die kollektive Bewusstseinseinheit von den 7 Milliarden, sage ich jetzt mal, bildet, meistens unbewusst, dass wir sagen, okay, wir basteln mal ein bisschen größeres weißes Puzzlestückchen und dass wir zum Abschluss immer in so eine gemeinsame Bewusstseinskugel reingehen, die eben, ich habe auch eine Grafik gemacht, jetzt wo ich weiß, bin ich hier ganz wild darauf, wie das funktioniert, ich bin natürlich auch begeistert. Muss ich mal eben gucken. Alter, jetzt habe ich so große Klappe gehabt, das meinte ich ja gar nicht, so funktioniert das ja gar nicht. Ah, jetzt habe ich hier so rumgetönt, jetzt bin ich am Suchen. Ah, macht nichts. Das auch, sag mal, das Wichtige ist einfach, also das Wichtige, wenn es was bringen soll für dich, dass es in die Praxis kommt, in den Alltag. Du hast keine Lust, dein ganzes Leben da immer dran zu denken. Schätze ich mal. So, wo ist es? Ah, hier. So. Jetzt hier. Zack. 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 So. Lass mal gucken, ob ihr das seht. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ja. So. Ich habe das einfach mal so, diese Grafik nur so zur Vereinfachung, dass wir eigentlich anfangen, so eine gemeinsame Bewusstseinseinheit aufzubauen, die wir einfach immer so zum Abschluss läuft, statt wieder mal daran erinnern, hast du das Gefühl, ich bin alleine. Das ist wichtig. Deswegen klappt das ja auch so gut in der Fahrschule, wir haben alle das gemeinsame Ziel, wir wollen Führerschein haben. Egal, ob sie sich sonst grün sind. Dieses Ziel haben soll, wenn wir so eine gemeinsame Bewusstseinseinheit aufbauen und du fängst wirklich an, von mir aus wieder mit so einem Gummiband über so kleine praktische, ganz einfache Tipps, wo man aber nicht so dran denkt, da werden wir auch noch drüber sprechen, wie du dich im Alltag daran erinnern kannst. Dass wir eben diese gemeinsame Bewusstseinseinheit, ich habe das jetzt einfach mal so daneben geschrieben, wo auf dem Etikett so gefühlsmäßig draufsteht, eine neue Welt der Gleichwertigkeit, eines harmonischen Miteinanders und gegenseitige Unterstützung zum Wohle also aller. Also sprich, kannst du auch kurz drauf machen, eine schönere, lebenswertere Welt. Und wenn wir zum Schluss gemeinsam da reingehen, von mir aus nur für ein, zwei, drei, vier Atemzüge, dann ist das eine Bewusstseinseinheit, wo wir alle drin sind, die hier teilnehmen. Da bist du nicht alleine. Das ist mal gut zu wissen. Einigkeit macht stark. Das ist ja auch bei vielen, wenn die anfangen, ihr Leben verändern zu wollen. Wenn die das in der gleichen Situation machen würden wie in der Fahrschule, dann wären sie nicht alleine. Alle haben das gleiche Ziel. Alle wissen, wir machen was falsch. Wir machen Fehler. Wir müssen was lernen. Dann ist das was anderes, als wenn ich alleine etwas da durchziehen will. Und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht zum Abschluss ganz gut ist, weil es wird immer stabiler. Das wirst du merken. Die Rita, ich spreche sie wieder persönlich an. Nicht persönlich. Direkt. So. Oder wenn die Maya da ist, oder viele wissen das auch, dann wird das, wenn man das macht, dann wird es immer stabiler. So entsteht ja, sagen wir, dass irgendetwas von dem unsichtbaren Raum, also von dem individuellen Anteil des Quantenraumes, dass da erst Sachen, die man nicht sieht, in einer Bewusstseinseinheit, sag ich mal, in Form gebracht werden, informiert, was auf dem Etikett steht. Und wenn man das oft genug beobachtet, dann zeigt sich das im Leben. Und dass wir das so mit so einer gemeinsamen Bewusstseinseinheit machen, zum Abschluss immer. Und dann kann jeder, wenn er möchte, im Laufe des Tages, des nächsten Tages, bis zum nächsten Treffen hier, sich daran erinnern, schon alleine, wenn er das Gefühl hat, da bin ich nicht alleine drin. Oder ich bin nicht alleine. Das ist schon mal ein gutes, hilfreiches Gefühl. So. Und ich habe gedacht, das machen wir immer zum Abschluss, wenn einer eine bessere Idee hat. Ich bin sowieso für Ideen immer offen. So. Das habe ich mir so gedacht, so, das wollte ich jetzt nur so kurz vorstellen und wir haben sowieso gleich kurz vor 9. Und weil das heute mit dem, ich weiß, muss ich mich mal erkundigen, wie das mit dem Chat läuft, weil es ist schon besser, wenn das wirklich interaktiv abläuft. Fände ich auf jeden Fall besser. Aber wenn ich ein Thema habe, dann kann ich schon. Da kann ich schon sehr lange darüber reden, wenn ich will. Und ich sage, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach so. Wichtig ist, dass heute, ich sage mal, in der ersten
Fahrstunde, oder was weiß ich, sagen, wie soll ich sagen, hier, Session. Ich sage jetzt Session in der ersten Session. Dass jetzt hier in der ersten Session das große Bild, der Zusammenhang klar wird. Weil innerhalb von diesem großen Bild arbeite ich ja dann mit dem kreativen Quantenbewusstsein. Wenn ich das große Bild nicht kenne, dann ist das immer Flickschusterei. Da kommt das auch, sagen wir, sonst, ansonsten natürlich, wenn ich das mit jemandem mache und da löst er irgendwas auf, wenn ich sage, der hat irgendetwas oder die, dann löse ich das auf, dann ist er aber im Grunde genommen nur wie so eine Notfallapotheke. Eine Notfallapotheke verändert aber nicht die Grundschwingung. Und es macht ja auch keinen Spaß, immer wieder, ich muss hier noch was auflösen und da noch was auflösen. Wenn ich die Grundschwingung ändere, dann ändern sich ganz viele Sachen von alleine, weil sich dann das übergeordnete größere System ändert. Und das hat eben Einfluss auf die Kleinen und nicht umgekehrt. Aber ich würde sagen, jetzt zum Abschluss, dass wir das einfach machen, dass wir sagen, okay, einfach so von der Vorstellung, von der Vorgabe her, dass wir einfach so eine gemeinsame Bewusstseinseinheit bilden, wo wir alle gemeinsam drin sind, alle gleichwertig. Hosianna, Gott sei es gepriesen und gepfiffen, das schön. Für eine schönere Welt, für den Einzelnen und für alle. Mehr braucht man nicht zu machen, das reicht schon. So. Und dass wir einfach die Augen jetzt schließen. Erstmal atmen, es ist immer wichtig, dass man nicht vergessen zu atmen. Von mir aus ganz bewusst vom Kopf ins Herz. Den Raum wahrnehmen nach vorne. Ich drehe komischerweise mal rechts um eine Ehrenrunde, kannst du auch links um. Du bist ja die Chefin oder der absolute Chef in diesem Raum. Da hat niemand Macht drin, nur du. Kannst du ausprobieren. Wenn ich sage, stell den grünen Würfel vor und du sagst, der kann mich mal, ich stelle mir einen rosa-roten Panther vor, dann kann ich ihn nicht dazu zwingen, niemand. So. Nimmst jetzt diesen Raum wahr und wir lassen jetzt einfach alle gemeinsam. Wir brauchen noch keine Farbe oder nichts vorgeben, brauchen ja gar nichts zu sagen. Jeder weiß es ja schon genau für sich passen. Und der große Zampano im übergeordneten System, der weiß es ja schon, was läuft. Und mich kann Kopf machen. Und lassen wir die auftauchen im Raum. Wow, ein Bombending. Alle drin. So. Dann atmen wir die ein, das Etikett. Ein schönes, lebenswertere Welt. Eben das, was er möchte. Das ist auf jeden Fall. Diese positiven Qualitäten miteinander. Jeder darf sich frei entfalten. Einer durch Vielfalt und die ganzen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist sehr komplex, was da drin ist, brauchen wir nicht alles belabern. So. Atmen wir mal ein. Bumm. Und dann sind wir da drin. Ein riesen Ding. Schon mal ein super Teil. So. Dafür, dass es das erste Mal aufgetaucht ist, ist es schon echt super. Sondern wissen wir, da sind wir jetzt gemeinsam drin. Das ist ein ganz dickes, fettes, weißes Puzzlestück für die neue Welt. Du weißt, wo das Etikett ist. Du kannst es noch größer, noch schöner für dich machen. Und das ist das Schöne an dem gemeinsam. Wenn ich den dem jetzt für mich vergrößere, intensiver, schöner mache, dann ist das nicht nur für mich, sondern für alle hier drin. Ist es für mich intensiver und für jeden. So, und wenn das jetzt jeder macht, die kriegt dann eine unheimliche Intensität. So, und das bin ich mal. Ein paar Atemzüge einfach ruhig. Einfach nur atmen.
Hallo, ich bin hier. Gehört habe. Warte, war irgendwie die Leitung einmal weg. Aber wo ich die Augen aufgemacht habe. Aber sagen wir, mit dieser gemeinsamen Übung, wenn wir alle reingehen, also einfach die Augen zu, so alles Schöne, wo wir vorhin gesprochen haben, alles Schöne, was jeder für eine gemeinsame Welt wünscht, für eine Menschenfamilie ist da drin. Einatmen, ausatmen. Und dann warst du bist da drin. Jetzt lass mal die Augen auf, nicht, dass wieder ein Verbindungsabbruch ist. Du bist da drin und du bist da nicht alleine drin. Wenn ich das intensiviere und sage, oh, doppelt so groß, doppelt so schön, dann intensiviere ich das sofort für alle, die da drin sind. Und wenn du morgen, sag mal, es gibt ja viele Leute, die haben das Gefühl, die stehen alleine da mit ihrem neuen Leben da. Wenn du morgen, erinnere dich einfach dran, ach, ich habe ja diese Bewusstseinseinheit, die Gemeinschaftsbewusstseinseinheit, sag ich mal. Ich gehe da mal abends so rein. Da sind die ganzen Leute drin, die gestern da waren. Sondern wirst du merken, das fühlst du. Du hast sofort Einfluss auf deine Gefühle. Und das einfach ein paar Mal am Tag machen. Und wenn wir das oft genug gemacht haben, dann ist das für dich so selbstverständlich, die Zähne putzen. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Du hast ja auch keine Lust beim Autofahren heute, dir noch einen großen Kopf zu machen, sondern dich reinzusetzen und loszufahren. So, jetzt haben wir, glaube ich, 9 Uhr gleich. Jetzt haben wir das auch gemacht mit der Übung. Wenn da irgendwelche Feedbacks kommen oder wenn ich irgendwas anderes machen soll, also außer den Fahrschulplan zu ändern, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ansonsten bedanke ich mich und wünsche euch einen schönen Abend. Und denkt dann, erinnert euch selber. Aber ich werde schon morgen wieder erinnern. So, ich sage mal bis morgen. Tschüss, schlaf gut und wie immer, bis zum nächsten Mal von Herzen alles Gute. Tschüss.